Guten Abend beim abschließenden Höhepunkt des Wiener Wahlkampfes 2020. Der Konfrontation der Spitzenkandidatin und der Spitzenkandidaten aller sechs im Wiener Landtag vertretenen Parteien. Wir befinden uns in dem Haus, um das es am Sonntag geht, nämlich im Rathaus. Keine 100 Meter von hier ist der Sitzungssaal von Gemeinderat und Landtag und wir sind heute hier im Festsaal. Elefantenrunde nennt man diese Art von Diskussionen ja gerne. Diesmal sind aus bekannten Gründen auch einige Baby-Elefanten dabei. Alle Corona-Regeln, sichtbar wie unsichtbar, sind eingehalten. Wir können also unsere heutigen Diskussionsteilnehmer begrüßen und beginnen mit der Regierungsspitze. Und zwar mit der einzigen Frau in der Runde, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein von den Grünen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Wir begrüßen den Spitzenkandidaten der SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig. Guten Abend. Schönen guten Abend, grüß Gott. Guten Abend, Finanzminister Gernot Blümel, Spitzenkandidat der ÖVP. Grüß Gott, hallo. Herzlich willkommen, Christoph Wiederkehr von den NEOS. Schönen guten Abend. Und herzlich willkommen, Heinz-Christian Strache vom Team HC Strache. Schönen guten Abend, grüß Gott. Jetzt haben wir den Herrn Nepp vergessen, den Vizebürgermeister ohne Portfolio. Guten Abend, entschuldigen Sie bitte den Spitzenkandidaten der FPÖ. Guten Abend. Außer Herrn Strache und uns beiden war von diesen Teilnehmern noch niemand bei einer ORF-Elefantenrunde. Und deshalb stellen wir Ihnen, meine Damen und Herren, in ganz Österreich diese Runde mal kurz vor. Dr. Michael Ludwig, 59 Jahre, geboren in Wien, Studium der Politikwissenschaft und Geschichte, verheiratet, keine Kinder, lebt in einem Kleingartenhaus in Floridsdorf. Ab 2007 Wohnbaustadtrat, Anfang 2018 nach internem Machtkampf Nachfolger von Michael Häupl als Wiener SPÖ-Chef und seit Mai 2018 Bürgermeister. Dominik Nepp, 38 Jahre alt, geboren in Wien, ursprünglich Unternehmer, verheiratet, zwei Kinder, wohnt in Währing. Seit 2015 Clubobmann der FPÖ, seit Jänner 2018 Vizebürgermeister als Nachfolger von Johann Gudenus. Nach dem Ibiza-Skandal und Gudenus' Rücktritt seit Mai 2019 geschäftsführender Obmann der FPÖ Wien. Birgit Hebein, 53 Jahre, geboren in Kärnten, gelernte Sozialarbeiterin, zwei Kinder, wohnt im zuwandererstarken Rudolfsheim 5 Haus. Gewinnt 2018 die parteiinterne Kampfabstimmung um die Nachfolge von Maria Vasilaku. Seit 2019 Vizebürgermeisterin, Verkehrsstadträtin und grüne Parteichefin. Magister Gernot Blümel, 38 Jahre, geboren in Wien, aufgewachsen in Niederösterreich. Philosophie und Wirtschaftsstudium in einer Partnerschaft, ein Kind, Wohnbezirk, Landstraße. Engster Vertrauter von Sebastian Kurz, seit 2015 Obmann der Wiener ÖVP, seit 2017 in der Bundesregierung, seit 2020 Finanzminister. Christoph Wiederkehr, 30 Jahre, geboren und aufgewachsen in Salzburg, Studien der Europa- und Politikwissenschaften, in einer Partnerschaft, keine Kinder, wohnt in Hernals. Seit 2018 als Nachfolger von Beate Meinl-Reisinger, Landessprecher der NEOS Wien. Heinz-Christian Strache, 51 Jahre, geboren in Wien. Gelernter Zahntechniker, verheiratet, drei Kinder, wohnt in Wien-Landstraße und Klosterneuburg. 2004 Wiener FPÖ-Chef nach Hilmar Kabas. 2005 FPÖ-Bundesparteiobmann nach Abspaltung von Haiders BZÖ. 2017 Vizekanzler. 2019 nach Ibiza-Skandal Rücktritt von allen Ämtern.
Wien wählt am Sonntag, aber ganz Österreich kann uns heute zusehen. Und da haben wir uns gedacht, schauen wir zu Beginn der Sendung doch einmal in die anderen 8 Bundesländer und hören uns an, was man dort so über die Wienerinnen und Wiener denkt. Und so haben unsere KollegInnen aus den anderen ORF-Landesstudios ihre Landsleute etwas gefragt, was eine gefährliche Frage ist, nämlich, was halten Sie von Wien und uns Wienerinnen und Wienern? Und sagen wir so, wenig überraschend, als Wienerin darf ich das sagen, ist nicht nur Freundliches dabei rausgekommen. Man muss ihn ausreden lassen, bitte nicht widersprechen. Und wenn er fertig ist, dann ist es der liebenswerteste Mensch. Durstig sind sie immer. Und beim herzlich sind sie und beim heurigen sind sie gern. Ich finde, dass die Wiener einen guten Schmäh haben. Vielleicht ein bisschen gestresst sind sie, ein bisschen gestresstere Leute. Und nicht immer so gut drauf. Gesundheitswesen und die Schule ist vielleicht in Wien schon besser, die Universitäten und so, glaube ich. Was können die Wiener von den Kärntnern lernen? Großzügigkeit. Ja, und ein bisschen Fröhlichkeit, was der Kärntner hat, was er ausstrahlt. Soweit also die ersten Eindrücke. Wir haben aber noch mehr und möchten jeden und jede von Ihnen jetzt mit einer Aussage konfrontieren und freuen uns auf Ihre Reaktionen. Wir beginnen jetzt, nicht politisch gesehen, sondern von uns aus gesehen, ganz links außen bei Heinz-Christian Strache. Herr Strache, für Sie haben wir eine Stimme aus dem Burgenland ausgewählt. Ich glaube, es ist eine gut verwaltete Stadt. Sie ist sauber, es ist eine gute Infrastruktur. Die Öffis funktionieren. Es gibt ein großes Angebot an Kultur. Herr Strache, teilen Sie ausnahmsweise ein Lob für Wien? Ja, selbstverständlich, also Wien hat eine gute Verwaltung, das ist ja außer Streit gestellt, aber ich sage, wenn es um die Gestaltung geht, haben wir ein Problem. Und wenn es da oder dort um Vettern- und Freundelwirtschaft geht oder um Geldverschwendung wie beim Krankenhaus Nord als Beispiel, wo der Stadtrat Hacker gesagt hat, das sei ein Feiertag für die Steuerzahler, weil man 500 Millionen Euro Mehrkosten verursacht hat, oder wenn ich an den Bürgermeister Ludwig denke, der manchmal schon ein bisschen den Eindruck liefert, so ein bisschen Ludwig der 14., der Sonnenkönig zu sein, der, wenn es um Vettern- und Freihandelwirtschaft geht, ein Chefkoch beim Braten von Extrawürsteln ist. Nämlich als Beispiel bei der immer 48, wo der dortige Chef, der Herr Thon, ist und der verheiratet ist mit seiner Chefin, nämlich der Frau Stadträtin Simmer. Und das eigentlich laut Dienstrecht der Wiener Stadt gar nicht möglich sein darf. Und ich mich frage, warum er da weggeschaut ist. Gut, also Lob war das nicht so viel, wir machen weiter. Herr Nepp, für Sie haben wir eine Stimme aus Salzburg vorbereitet. Multikulti, alle zusammen, das mag ich ganz gern, dass da einfach die Leute ein bisschen offener werden, dass jeder akzeptiert wird, so wie er ist. Multikulti findet diese Salzburgerin besonders schön an Wien, jeder wird so akzeptiert, wie er ist. Haben Sie dafür Verständnis? Ich lade die Dame sehr gerne mal ein nach Wien und zeige gewisse Gegenden, wo Multikulti eben gescheitert ist. Und das ist ja auch der große Vorwurf an die rot-grüne Stadtregierung, dass man jahrelang weggeschaut hat bei Parallelgesellschaften, die sich zu Gegenkulturen entwickelt haben, wo sich der politische Islam breit gemacht hat. Und dann, ja, radikale Moscheen, radikale islamistische Kindergärten. Aber das kann man nicht schön auch empfinden, Weltoffenheit. Ich glaube nicht, dass jemand radikalistische Islam-Kindergärten als schön empfindet. Aber wie gesagt, ich lade die Dame sehr gerne ein und zeige auch die negativen Seiten. Also wenn sie zuschaut, kann sie nach Wien kommen. Auch für den Bürgermeister haben wir einen Sager aus Salzburg. Der ist allerdings nicht ganz so positiv wie die ersten beiden. Ja, Wien kennt das viel von Salzburg. Lernen allein schon von der Reinlichkeit. Salzburg ist ja picobello geputzt. In Wien, da schaut es aus. Herr Ludwig, was halten Sie dem entgegen? Wie verteidigen Sie Wien? Sie haben ja im Wahlkampf selbst als Müllmann posiert. Ja, zum einen muss ich sagen, halte ich das für eine gute Idee, dass Stimmen aus den anderen Bundesländern auch zu Wort kommen. Denn ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den anderen 8 Bundesländern, vor allem auch zu den Menschen. Nicht zuletzt, weil viele Wienerinnen und Wiener auch gerne in den anderen Bundesländern Urlaub machen oder Kontakte knüpfen. Zur konkreten Frage, also ich habe einen Tag selbst als Müllmann in der M48 beim sogenannten Karottenpalett verbracht. Ich weiß, das ist eine schwere wegen der orangen Uniform erkläre ich für die anderen Bundesländer. Das ist eine sehr schwere Arbeit, eine hochgeschätzte. Und es ist natürlich klar, dass eine Millionenstadt wie Wien andere Herausforderungen hat, wie vielleicht kleinere Städte und Gemeinden. Aber im internationalen Vergleich sagen eigentlich alle Touristinnen und Touristen, die zu uns kommen, dass Wien eine sehr, sehr saubere Stadt ist. Frau Vizebürgermeisterin, gehen wir jetzt ganz in den Osten des Landes und schauen wir ins Burgenland.
Naja, im Straßenverkehr sind Sie sehr rümpelhaft unterwegs, muss ich leider sagen. Egal, ob man in Wien ist oder am Land. Ja, jetzt kommen ausgerechnet Sie in die Rolle, die Wiener Autofahrerinnen und Autofahrer verteidigen zu müssen. Sind Sie bereit dazu? Das geht ganz locker, die Autofahrer, Autofahrerinnen zu verteidigen, weil allein von der Unfallstatistik, allein von dem, dass wir permanent die Verkehrssicherheitsmaßnahmen immer wieder überprüfen und erhöhen, gibt es schon die meisten, die sehr leiwand unterwegs sind, auch Rücksicht nehmen. Und ja, dann gibt es halt überall ein paar, jetzt würde ich gerne einen Wiener Ausdruck sagen, ja, bitte, richtig. Sagen Sie es. Ja, richtig. Und also ein paar Trotteln gibt es ja überall, sagen wir sie ehrlich. Und Wien ist eine Millionenstadt und viele Menschen sind unterwegs. Da kann ich schon nachvollziehen, dass wenn man vom Land kommt, war bei mir am Anfang nicht anders, ein bisschen irritiert ist. Aber ändert nichts daran, dass Wien die lebenswerteste Stadt ist und ändert nichts daran, dass Wien noch besser werden wird, auch was die Verkehrspolitik anlangt, weil wir uns viel vorgenommen haben in der Stadt, vor allem Wien auch zur Klimahauptstadt zu machen. Das heißt, wir werden so oder so den Verkehr reduzieren und Alternativen anbieten und den Platz, den Lebensraum wieder den Menschen zurückgeben. Die Verantwortung haben wir. Es gibt leiwande Autofahrer in Wien. Das ist einmal aus dem Mund der grünen Vizebürgermeisterin. So. Die erste überraschende Aussage des Abends. Das ist richtig. Und jetzt Sie, Herr Blümel, vielleicht überraschen Sie uns auch. Die nächste Attacke auf Wien kommt aus Niederösterreich, wo Sie aufgewachsen sind. Den typischen Wiener. Er steht ein bisschen später auf, wie wir wissen, ja. Herr Blümel, diesen Saga, dieses Vorurteil haben wir wohl Ihrem Freund Sebastian Kurz zu verdanken, der sinngemäß gesagt hat, in Wien würden in der Früh nur die Schulkinder aufstehen. Drum bin ich jetzt besonders gespannt, ob Sie uns da trotzdem verteidigen. Naja, das ist auch eine Aussage, die der Wiener Bildungsstadtrat Czernohorsky fast wörtlich einmal genannt hat, dass in manchen Familien nur mehr die Kinder aufstehen. Der Hintergrund dieser Aussage ist, dass es in Wien bei 20% der Einwohner 60% der Mindestsicherungsbezieher gibt. Und das ist eine Entwicklung, die keine optimale ist. Wir wissen, dass vor allem die Grünen und assistiert durch die SPÖ in den letzten Jahren die Gerechtigkeit für Leistungsträger ein wenig vermissen hat lassen. Aber dafür gibt es ja die Wahl am 11. Oktober, damit wir hier eine kleine Kurskorrektur vornehmen können. Einen haben wir noch, Herr Wiederkehr. Dieser O-Ton ist jetzt für Sie und diese Stimme kommt ebenfalls aus Niederösterreich. Was ich nicht so mag, ist das Schnöselige. Wie in manchen Bezirken Wiens, in Döbling oder sonst wo man sich halt sehr fein gibt. Ne? Herr Wiederkehr, Sie sind kein gebürtiger Wiener, Sie kommen aus Salzburg. Ganz ehrlich, als Sie vor 10 Jahren nach Wien gekommen sind, haben Sie sich auch manchmal sowas gedacht? Als ich nach Wien gezogen bin, habe ich mir zuerst gedacht, die beste Entscheidung meines Lebens, weil Wien so eine großartige Stadt ist und auch eine sehr vielseitige Stadt ist. Natürlich, es gibt Schnösel in Wien, aber es gibt auch sehr, sehr viele ganz, ganz andere Menschen. Ich lebe zum Beispiel in Hernals, einem Bezirk, der sehr vielseitig ist. Ich bin in der Nähe eines Marktes, dem Ippenmarkt, wo Menschen von unterschiedlichen Kulturkreisen auch zusammenkommen und auch gut miteinander leben. Und das ist für mich Wien. Wien ist weltoffen, Wien ist tolerant, Wien hat auch Respekt. Aber das Wichtigste, um das auch in Zukunft zu sichern, ist, dass es gute Bildungschancen gibt für jeden, der in dieser Stadt auch ist. Und dieses Versprechen auf Bildungsaufstieg wurde in Wien leider gebrochen. Und dieses Versprechen möchte ich bei dieser Wahl auch erneuern. Dann danken wir einmal für diese erste Aufwärmrunde. Jetzt sollten alle hellwach und aufgewärmt sein. Und damit kommen wir zu den politischen Themen. Die Frage, wer mit wem, ist eine ganz zentrale Frage natürlich in diesem Wahlkampf. Hat auch die vergangenen Wochen beherrscht. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie es nach dem 11. Oktober in Wien weitergehen könnte. Bleibt Wien rot-grün oder wechselt Bürgermeister Ludwig den Koalitionspartner, wechselt eventuell zur ÖVP, die wir hier gleich neben den Grünen sehen, oder geht sich gar eine Koalition mit den Neos aus? Oder schließen diese drei, die jetzt auf der Seite des Bürgermeisters stehen, die Frau Hebein schüttelt schon den Kopf, wir werden das später noch ausführen, diese drei zusammen und bilden eine Regierung gegen die SPÖ zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik in Wien. Und welche Rolle werden auf der anderen Seite FPÖ und Team HC Strache spielen? Hier die Ausgangslage. Ein
ein alles überlagerndes Wahlkampfthema. Das gibt es nicht nur heuer mit Corona. Schon bei der Wien-Wahl 2015 hat ein Thema dominiert. Die Flüchtlingskrise polarisiert und führt zu einem vermeintlich knappen Rennen zwischen SPÖ und FPÖ. Am Ende ist es nicht so knapp, auch wenn die Roten unter 40% fallen. Die Blauen feiern mit 31% einen historischen Erfolg. Weit dahinter mit knapp 12% die Grünen und erst auf Platz 4 die ÖVP mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis. Die Neos erreichen 6%. Mehrere Bundespräsidentschafts- und Nationalratswahlen, einen Bürgermeisterwechsel und ein Ibiza-Video später sind die Karten völlig neu gemischt. Heinz-Christian Strache scheidet nach Ibiza und Parteigeldaffären aus der FPÖ aus. Drei blaue Mandatare ebenfalls. Sie gründen die Allianz für Österreich und sitzen als kleinster Club im Landtag. Und so zeigt der Durchschnitt der veröffentlichten Umfragen der vergangenen Wochen ein stark verändertes Bild. Mit entsprechenden Schwankungsbreiten werden der SPÖ im Schnitt 40% vorhergesagt. Die FPÖ stützt auf rund 10% ab. Die Grünen dürfen auf leichte Zugewinne hoffen, die ÖVP auf starke. Sie könnte ihren Stimmanteil verdoppeln. Die Neos bleiben im Vergleich zu 2015 stabil. Die Umfragen sehen das Team HC knapp an der 5%-Hürde. Ob der Einzug in den Landtag gelingt, bleibt eine der spannendsten Fragen des Wahlabends. Am Sieg der SPÖ unter Michael Ludig zweifelt also kaum jemand mehr. Umso spannender ist die Frage, welche Koalition sich nach der Wahl rechnerisch ausgeht und politisch möglich sein wird. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und da möchten wir beginnen mit Ihnen, Frau Vizebürgermeisterin. Sie haben eigentlich sehr klar gesagt, Sie wollen mit der SPÖ weiter regieren. Immer wieder haben Sie das gesagt. Gleichzeitig haben Sie letzte Woche den Bürgermeister aber als mutlos bezeichnet. Da ging es um die Frage der autofreien Innenstadt. Dazu kommen wir später noch. Aber ganz grundsätzlich, wollen Sie mutlose Politik machen? Sagt man sowas über jemanden, mit dem man regieren will? Ja, es stimmt. Ich bin hier in der Frage ganz klar, was die Zukunft von Wien anlangt. Ich bin davon überzeugt, dass es um die Frage geht, geht Wien in Richtung Zukunft mit uns Grünen, wo Klimaschutz ernst genommen wird, Zusammenhalt, also Aufbruch nach vor, oder geht es zurück mit einer ÖVP, egal ob mit Herrn Vizebürgermeister Blümel oder einer Vertretung aus der Wirtschaftskammer. Ich glaube tatsächlich, dass das die eigentliche Frage ist. Und das ist das Spannende am Wahltag, am Sonntag, und da werbe ich um das Vertrauen, dass wir sowohl die Corona-Krise als auch die Klimakrise gemeinsam sehr ernst nehmen müssen. Wir als Grüne haben als einzige hier Lösungen und wir handeln auch. Was Sie zur Mutlosigkeit, Sie haben die Mutlosigkeit angesprochen. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich die Entscheidungen mutlos gefunden der SPÖ, und zwar nicht nur, was die autofreie innere Stadt anlangt, auch Tempo 30, auch vor allem, was ich sehr, sehr bedauere, dass wir nicht den Abbiegeassistenten vorher gemeinsam noch umgesetzt haben. Das heißt, da warnt ein Signalsystem dem Lkw-Fahrer, schützt Menschen, schützt Leben dadurch, bis zu 40% weniger Unfälle. Und das liegt seit Wochen, Monaten auf dem Tisch. Wir haben auch die Bedenken der EU zerstreut. Und ich ich erwarte mir trotz Wahlkampf, trotz Hickhack und alle bemühen sich, dass es Themen gibt, die wichtiger sind als der Wahlkampf. Und da gehört für mich der Abbiegeassistent dazu. Und das ist sicher eine der Koalitionsbedingungen. Wir haben viele Themen noch, aber noch mal zusammengefasst möchte ich das aufgreifen, dieses Kopfschütteln vorher, damit sich Ihre Wählerinnen und Wähler auskennen. Sie schließen aus, eine Koalition an der SPÖ vorbeizumachen. Ist das richtig? Schließe ich völlig aus, habe ich immer auch ausgeschlossen. Als Bürgermeisterin, wenn Sie zur Bürgermeisterin schließe ich völlig aus. Okay. Es geht um die Zukunft, es geht um Rot-Grün. Die SPÖ lässt sich hier noch vieles offen. Herr Blümel, eine solche Dreierkoalition, wenn sie sich doch noch ausgehen sollte, wäre die nicht verlockend für Sie, das rote Wien zu beenden, und könnten Sie dann nicht den Grünen, den Bürgermeistersessel, wie schon angesprochen, anbieten und darauf hoffen, dass sich dort vielleicht wer anderer durchsetzt? Na, die Frage stellt sich ja nicht, wie wir gerade gehört haben, und auch der Herr Wiederkehr hat ja immer ausgeschlossen, eine Koalition mit uns zu machen.
Verstehe ich nicht, dass man das prinzipiell macht, weil es gibt da sowas wie Demokratie und da sollte man mit allen reden können. Aber klare Antwort, das wird es nicht geben. Die Frage ist eher, ob es überhaupt eine Koalition brauchen wird, weil in manchen Schwankungsbreiten von manchen Umfragen ist es ja so, dass mit dem mehrheitsfördernden Faktor im Wiener Wahlrecht vielleicht sogar die Möglichkeit besteht, dass der Herr Ludwig gar keinen Kandidaten braucht als Koalitionspartner. Und das ist einmal das Erste, was wir diskutieren sollten. Das Zweite wäre dann, wenn wir eine Koalition bilden können, dann ist die Frage, welche wird das sein? Geht es weiter mit Rot-Grün wie bisher oder gibt es auch mehr Türkis für Wien? Ich glaube, es gibt viele Themen in der Stadt, wenn es um Wirtschaftspolitik geht oder wenn es um Integrationspolitik geht, wo mehr Türkis notwendig wäre. Diese absolute Mehrheit, die scheint ja doch bei den meisten Meinungsinstituten sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie sagen bei den meisten, aber wenn es ja, nur ein bisschen bei weiter bei Ihrem nicht, bei Ihrem nicht. Aber Sie sagen, Sie würden gerne mit der SPÖ, mit Michael Ludwig regieren als Vizebürgermeister. Würden Sie in so einem Fall als Partei auch das Finanz- und Wirtschaftsressort beanspruchen? Ich habe jetzt schon einige Koalitionsverhandlungen erlebt und der Ablauf ist immer ein sehr, sehr ähnlicher. Zunächst mal verhandeln jene Parteien, die auch viele Stimmen gewonnen haben und das sind inhaltliche Verhandlungen. Und am Ende von solchen Verhandlungen steht dann die Frage, wer welches Amtel bekommt. Uns geht es um Inhalte, wir wollen unsere Prinzipien umsetzen. Die Frage von Gerechtigkeit für Leistungsträgern, eine Integrationspolitik mit Hausverstand und viele andere Themen, das kommt zuerst und alles Weitere danach. Ich bin schon so lange dabei, ich habe es manchmal schon umgekehrt erlebt. Aber gut. Herr Wiederkehr, ich habe Sie richtig verstanden. Sie haben nicht widersprochen, als Gernot Blümel gesagt hat, diese Koalition wird es nicht geben. Also dann wird sie es nicht geben, wenn zwei nicht wollen. Sie haben aber gesagt, Sie würden schon ganz gerne regieren. Und zwar überraschenderweise mit der SPÖ. Überraschend deshalb, weil wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, vor allem natürlich auf Bundesebene, wo wir das schon öfter gesehen haben, dann sieht man, vor allem was die Wirtschaftspolitik anbelangt, auch die Sozialpolitik, wenig Überschneidungen. Wie soll sich denn das überhaupt ausgehen? Inhaltlich nämlich. Ich habe in diesem Wahlkampf schon sehr früh auch klar gesagt, was für mich möglich ist und was nicht möglich ist. Und leider ist eine Zusammenarbeit in der Koalition mit der Blümel-ÖVP nach dieser Wahl nicht möglich, weil der gleiche Kurs wie die Rechten gefahren wird. Es gibt ja keine inhaltlichen Unterschiede mehr zwischen Freiheitlichen und der Blümel-ÖVP. Und auch als Bürgermeister kann ich sie mir nicht vorstellen, nach dem, was sie auch als Finanzminister nicht geleistet haben. Im Budget haben sie sich vertan, Hilfen, die nicht angekommen sind. Da gibt es ganz viele inhaltliche Gründe, auch dass im Untersuchungsausschuss sie über 80 Mal gesagt haben, sie können sich nicht erinnern. Das waren für mich Gründe, dass ich klar gesagt habe, in dieser Wahl leider mit der ÖVP geht sich nicht aus, inhaltlich, rechnerisch sowieso nicht. Aber es gibt eine andere Chance. Es ist bei dieser Wahl klar, dass die SPÖ Erster wird. Und ja, ich möchte mitgestalten. NEOS hat sich gegründet als Reformkraft, um auch etwas zu bewegen. Und jetzt gibt es die Chance, auch in dieser Stadt etwas zu bewegen. Und es ist so unglaublich wichtig für Wien, so eine Reformkoalition, um zum Beispiel im Bereich der Bildung etwas voranzubringen. Weil in Wien 4 von 10 Kindern nicht ordentlich lesen und schreiben können. Und wir sind die Einzigen, die hier auf Bildung setzen und das auch stark thematisieren. Weil gute Schulen und gute Kindergärten sind die Startrampe für ein erfülltes Leben, wo man alles danach lernt. Und diese Kompetenz, die braucht es auch in einer Regierung. Und ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, es braucht Kontrolle. Weil die Freundalwirtschaft, die gehört endlich raus aus diesem Rathaus. Was mit uns stattdessen reinkommt, ist Wirtschaftskompetenz. Das ist viel wichtiger. Das braucht Wien, vor allem jetzt in dieser Krise. Okay, wir sehen schon, diese drei Parteien werden wohl eher keine Dreierkoalition schließen. Hingegen möchte jeder von Ihnen gern mit der SPÖ eine Koalition eingehen. Auf der anderen Seite möchte niemand koalieren mit Ihnen. Herr Strache, Sie kommen in keiner Koalitionsvariante vor. Es ist ja die Frage, ob Sie überhaupt den Einzug in den Gemeinderat und Landtag schaffen werden. Sie sind da sehr optimistisch. Wenn es Ihnen gelingt, wäre es dann nicht eigentlich vernünftiger, sich mit der FPÖ wieder zusammenzuschließen, sich zu vertragen, um eine etwas größere Fraktion gemeinsam zu haben? Einmal grundsätzlich hat man jetzt eines ganz klar herausgehört, dass es nämlich mit einer ziemlichen Sicherheit zu einer Fortsetzung dieser rot-grünen Allmacht in Wien kommen wird. Wir haben jetzt gehört, warum die anderen Konstellationen ausgeschlossen werden. Wir haben gehört, dass der Herr Wiederkehr gesagt hat, er schließt das aus mit der ÖVP, eine Koalition. Das heißt, da überholt er die Grünen schon auf der linken Seite, weil auf der Bundesebene haben die Grünen kein Problem mit der ÖVP sozusagen zu koalieren. Aber verzeihen Sie, SPÖ-ÖVP und SPÖ-NEOS wurde nicht ausgeschlossen.
Na, SPÖ-Neos nicht, da versucht er sich ja anzudienen, aber in Wahrheit ist das irreal. Das heißt, wir haben es mit einer realen Situation zu tun, wo der Blümel Finanzminister bleiben wird, wo letztlich Rot-Grün als Allmacht weitermachen wird und da braucht es eine starke rot-weiß-rote Heimat- und sozialbewusste Oppositionskraft. Und das werde ich mit dem Team HC Strache, das werden wir gemeinsam sicherstellen, nach dem Motto, was tut den Mächtigen, ja, und den Verleumdern und vor allen Dingen denen, die das Chaos auch auf der Bundesebene und Corona-Chaos angerichtet haben, am meisten weh, ja, eine starke Stimme für das Team HC. Und genau das werden wir sicherstellen, da wissen die Wienerinnen und Wiener, da können sie sich auf mich verlassen, da bin ich. Ich sage, der Stachel im Fleisch, da nehme ich mal kein Blatt vor den Mund. Und da wissen auch natürlich die Herrschaften von Rot-Grün, dass ich da auch in die Wunden hineindrücke, die da in Wien letztlich verursacht worden sind. Denn da gibt es viele Fehlentwicklungen. Der Bereich der Integration, der katastrophal verlaufen ist, wo man, ich sage, okay, in Wien, der Rot-Grün, ja, dem radikalen Islam den roten Teppich aufgerollt hat, wo man Integrationsversagen im Schulbereich erleben musste, wo man die Gemeindebauten letztlich auch für Drittstaatsbürger geöffnet hat und nicht für österreichische Staatsbürger. Staatsbürger gesichert hat. Ja. Da gibt es viele Fehlentwicklungen bis hinein in den Bereich Sicherheit. Und so gesehen ist es, glaube ich, wichtig, hier auch eine starke Oppositionskraft zu sichern, ja, und vor allen Dingen auch, ich sage, dem Corona-Wahnsinn auf der Bundesregierung eine Absage zu erteilen. Da ist ja wahnsinnig viel verblümmelt worden, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu, da haben wir viel Zeit für dieses Thema vergessen und sich an vieles nicht erinnern. Viel Zeit, genau. Herr Strache, ich möchte jetzt gerne den Herrn Nepp mal drannehmen. Sie beide haben ja mal gemeinsam gekämpft, als die FPÖ vor 5 Jahren angetreten ist. Hat sie noch mitgespielt um den Bürgermeister Sessel damals mit dem Spitzenkandidaten Heinz-Christian Strache? Dazwischen ist viel passiert, das können wir jetzt natürlich nicht alles aufarbeiten. Aber wenn Sie einander auch nicht mehr verstehen, was wir in den vergangenen Wochen ja in jeder Fernsehdiskussion gesehen haben, so wird Ihr Wählerteich dann doch ein gemeinsamer großer sein. Wäre es nicht von dieser Perspektive im Sinne der Wählerinnen und Wähler besser, doch einen Weg nach der Wahl zusammenzufinden? Also schauen Sie, Frau Lorenz-Dietelbacher, es wird eine Wiedervereinigung geben, aber am 11. Oktober, und zwar der freiheitlichen Wähler hinter der FPÖ. Und man sieht es ja auch schon in den Umfragen, wie wir eigentlich erstarken von Prozentpunkt zu Prozentpunkt. Ja, ich habe die Partei bei 6% übernommen, sind jetzt durch ehrliche, konsequente, patriotische Politik, wo wir den Staatsbürger wieder an erste Stelle stellen wollen, bei der Vergabe von Gemeindewohnungen, bei der Mindestsicherung, bei der Familienbeihilfe. Durch diesen ehrlichen, konsequenten Weg haben wir es geschafft, uns jetzt auf 11, 12, 13% hochzuhandeln, gehen in direkten Kampf um Platz 3 mit der Frau Hebein, weil es eben ein starkes, patriotisches Gegengewicht braucht. Und in den letzten Umfragen war das THC bei 4% und darum ist auch eine Stimme dorthin eine verlorene Stimme, weil es eben nicht hineinkommt. Und das einzige starke Gegengewicht wird am 11. Oktober die FPÖ sein, weil wir eine starke Gemeinschaft sind, eine freiheitliche Familie, eine freiheitliche Gemeinschaft. Und wenn wir uns die Ausgangslage anschauen, ja, der Herr Bürgermeister Ludwig wird auch wieder der nächste Bürgermeister sein. Ob es jetzt mit 40% ist oder mit 30, da wollen wir ihm einen ordentlichen Denkzettel verpassen, denn er hat ja auch sehr viel verbockt in letzter Zeit. Aber über den Bürgermeister reden wir gleich. Darf ich jetzt mal ganz kurz noch aussprechen? Sie sind die Einzige, die mich unterbricht. Und er hat nämlich schon sehr viel, nämlich auch in der letzten Zeit verbockt, in den letzten Jahrzehnten der SPÖ. Nämlich schauen wir uns einmal die demografische Entwicklung an in Wien. Wir haben 30% Nichtstaatsbürger, wir haben 45% der Personen haben Migrationshintergrund, wo selbstverständlich viele zu uns gekommen sind, sich integriert haben, die deutsche Sprache gelernt haben. Aber jetzt, und das ist eben das Wichtige, ist am 11. Oktober die letzte Chance, dass der echte Wiener, der Staatsbürger, noch in der Mehrheit ist. Und da sind wir das einzige patriotische Gegengewicht. Also nein, keine Wiedervereinigung mit Heinz-Christian Strache. Es wird keine. Man muss ja eins sagen, ich bin ja ausgeschlossen worden. Und wenn man ausgeschlossen wird und diese Eiseskälte erlebt, dann sind ja viele zigtausende Wähler vor den Kopf gestoßen worden. Keine Wiedervereinigung, Herr Bürgermeister. Sie haben dezidiert nur eine Koalition mit diesen beiden Parteien ausgeschlossen. Manche sagen der ÖVP nach, sie habe aber jetzt ein ganz ähnliches Programm wie diese zwei Parteien. Warum schließen Sie die ÖVP eigentlich nicht als Koalitionspartner aus? Ja, zum einen entscheiden ja nicht Meinungsforscher die Wahl, sondern die Wienerinnen und Wiener. Und das ist auch gut so. Ich kann garantieren, dass wir eine sehr sichere Wahl durchführen am 11. Oktober. Und jetzt gibt es ja schon die Möglichkeit, auch mit Wahlkarte zu wählen. Und ich trete ja nicht als Koalition an. Ich trete dafür an, dass ich die Möglichkeit habe, als Wiener Bürgermeister weiterzuarbeiten. Und von daher ersuche ich um Zustimmung von den Wienerinnen und Wienern. Und es wird natürlich um die Zusammensetzung von Gemeinderat und Landtag gehen. Aber es geht auch darum, wer Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Wien sein wird. Ob ich Gelegenheit habe, die Stadt in die Zukunft zu führen oder ob es eine Bürgermeisterin Birgit Hebein gibt oder einen Bürgermeister Gernot Blümel.
Und vielleicht zur Frage, inwieweit Aussagen vor einer Wahl dann wirklich nach der Wahl zutreffend sind, habe ich noch in guter Erinnerung, wie ein hochrangiger grüner Funktionär noch am Abend der Nationalratswahl gemeint hat, mit der türkisen Schnöseltruppe wird es keine Koalition geben. Dieser grüne Funktionär ist heute Vizekanzler in eben dieser Koalition. Also von daher, wenn die Wienerinnen und Wiener sicher gehen wollen, dass wir die Möglichkeit haben, hier weiterzuarbeiten, und ich glaube, wir haben bewiesen, wir können es. Wir haben ein ausgeglichenes Budget geschafft, im Unterschied zu vielen anderen, die nur darüber reden, haben Rücklagen gebildet, haben auch gezeigt, dass wir Zukunftsvisionen haben, insbesondere für den Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarkt, auch Maßnahmen gegen den Klimawandel. Also von daher werbe ich um ein Vertrauen für mich als Bürgermeister, und Koalitionen werden nach der Wahl geschmiedet, und von daher werden die Wienerinnen und Wiener entscheiden, was ist rechnerisch möglich und wo gibt es politische Schnittmengen. Entschuldigung, wenn Sie vorher gesagt haben, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem Herrn Blümel und der FPÖ, es gibt schon einen enormen Unterschied. Ja. Denn all das, was ja jetzt der Herr Blümel sagt, das hat er vergessen wieder am 12. Oktober. Jetzt tut er noch so, als ob er einen harten Zuwanderungskurs führen wird. Dabei war er ja selbst verantwortlich im Jahr 2015 als Generalsekretär der ÖVP mit einem Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz für diese Sprüche, wir brauchen mehr Willkommenskultur, der Islam gehört zu Österreich, wir müssen die Grenzen öffnen. Und der Herr Blümel ist ja auch direkt verantwortlich dafür, dass jetzt 100.000 Menschen bei uns im Jahr 2015 gekommen sind, die jetzt bei uns sind, die auffällig wären durch Kriminalität, die bei uns in der Mindestsicherung drin sind. Und das ist eben der große Unterschied, dass das eine große schwarze Mogelpackung ist, dass der Herr Blümel gar nicht nach Wien wechseln wird, dass er Finanzminister bleibt. Und die Inhalte, die er jetzt predigt, haben, Sie haben noch Gelegenheit, das alles zu sagen. Wir schließen jetzt einmal die erste Runde zum Koalitionsthema ab. Ich denke, dass die Zuschauer in ganz Österreich jetzt einen Eindruck bekommen haben, wer mit wem könnte und wer mit wem sicher nicht. Und das hängt natürlich sehr von inhaltlichen Übereinstimmungen ab. Da haben wir auch schon ein paar Wortmeldungen jetzt dazu gehört. Wo es die aber gibt und wo nicht, das wollen wir in den kommenden Minuten uns anschauen. Wir starten natürlich mit dem Top-Thema dieses dramatischen Jahres 2020, Corona, der Corona-Pandemie. Heute gibt es ja in Österreich 1200 Neuinfizierte, mehr als 600 davon in Wien. Diese Krise hat auch einen Nebenschauplatz. Das ist die Auseinandersetzung zwischen dem Bund und der Stadt Wien. Die hat begonnen bei der Schließung der Bundesgärten. Die geht über die hohen Infektionszahlen bis hin zur Frage, warum man so lange auf Tests und Testergebnisse wartet. Und zuletzt hat man noch darüber gestritten, ob in Wien die Sperrstunde in der Gastronomie, so wie in einigen anderen Bundesländern, auf 22 Uhr vorverlegt werden soll. Wahlkampf mitten in der Krise, und das schon seit einem guten halben Jahr. Am Anfang der Corona-Krise ist es der Streit um die Bundesgärten. Der Bund lässt Parks wie Schönbrunn oder den Augarten schließen. Die Stadt drängt auf Öffnung. Außerdem richtet Wien in der Messe ein Betreuungszentrum ein, das zum Glück nie ausgelastet ist, ebenso wie die Spitäler. Immer wieder kritisieren ÖVP-Minister die Corona-Politik der Stadt. Diese sieht darin Wien-Bashing. Wiens Strategie lautet, möglichst viel testen, damit auch Infizierte ohne Symptome gefunden werden. Doch die Infektionszahlen steigen stark. Berichte über das überlastete System häufen sich. Bei uns war es so, dass meine Lebensgefährtin positiv getestet worden ist. Und es ist jetzt 2 Wochen her. Und wir haben dann erst diese Woche einen Quarantänebescheid bekommen. Allerdings nur für mich. Also meine Frau hat nie einen bekommen. Das Problem beim Contact Tracing. Bis einmal das Contact Tracing angefangen hat, die Kontakte meiner Frau, meiner Lebensgefährtin nachzuverfolgen, das ja über Woche gedauert hat. Die Stadt setzt auf mehr Personal, Gurgeltests, Fahrradboten und mobile Teams an Schulen. Die Gesundheitskrise ist längst auch eine Wirtschaftskrise. Leere Hotelbetten, abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Geschäfte. Von der Bundesregierung folgen Milliardenhilfen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer klagen dennoch, dass die Hilfe nicht ausreicht oder gar nicht ankommt. Ich hätte gerne einen Fixkostenzuschuss beantragt. Das Umsatzminus war bei mir nur unter Anführungszeichen minus 38%. Minus 38% Umsatzminus ist wirklich viel. Trotzdem war es zu wenig, weil die Grenze ist 40%. Die Stadt weitet die Hilfen aus. Vom Schnitzel-50er bis zur Beteiligung an krisengebeutelten Firmen. 166.000 Menschen sind in Wien derzeit ohne Job. Ein Viertel mehr als vor einem Jahr.
Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Aus unternehmerischer Sicht verstehe ich es, aber warum es eine Alleinerzieherin mit, in meinem Alter mit zwei jugendlichen Kindern betrifft, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Aber das, ja, das ist halt so. Wir starten in dieser Runde jetzt mit Fragen, die man ganz leicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich darf Sie daher bitten, die Schilder, die vor Ihnen liegen, in die Hand zu nehmen und jeweils mit dem Häkchen zu antworten für Ja und dem Kreuz für Nein. Erste Frage, haben Sie die Corona-App auf Ihrem Handy installiert? Rechts alle Ja, links alle Nein. Okay, würden Sie sich impfen lassen, wenn es in Österreich einen zugelassenen, da ist jetzt schon Ja, Impfstoff gibt? Sicher. Das kann man so nicht beantworten. Das kann man nur so beantworten. Warum nicht? Sie beide nicht? Warum nicht? Naja, aber ich weiß noch gar nicht, ob es jemals einen Impfstoff geben wird. Und das russische Produkt, weiß ich nicht, ob das indiziert werden soll. Aber ich würde mal abwarten, bis das... Da wäre ich auch vorsichtig. Ja. Also bei mir ist alles klar, dass es natürlich immer darauf ankommt, gibt es den Impfstoff? Was für Langzeitstudien gibt es dazu? Gibt es da wirklich einen Eingriff in die DNA oder nicht? Wir wollen alle biologische und gentechnikfreie Nahrungsmittel. Und würde es einen DNA-Eingriff geben mit einem Impfstoff, dann wäre ich sehr skeptisch. Ja? Okay. Also das ist etwas, gilt für alle in dem Raum. Wir reden natürlich von einem zugelassenen Impfstoff. Ja. Und da schließe ich euch die nächste Frage an. Sind Sie für eine generelle Impfpflicht? Sechsmal nein. Lehnen alle ab, das ist klar. Soll die Maskenpflicht so bleiben, wie sie jetzt bundesweit geregelt ist? Nein, Sie sagen weg damit. Interessant. Herr Blümel und Frau Hebein, warum sind Sie... Ich finde, das sollten nicht wir entscheiden. Ich finde, das sollten die Experten und Expertinnen entscheiden und hier Empfehlungen abgeben. Ich halte das für eine mittlere Katastrophe, dass Politiker sich als Virologen aufspielen. Dazu ist die Situation zu ernst. Okay. Also wäre mein Appell sehr, lass mal die Experten, Expertinnen laufend beobachten, welche Empfehlungen sie abgeben und dann setzen wir die Maßnahmen auch gezielt und gemeinsam um, weil weder Wien wird es alleine schaffen, noch die Bundesregierung alleine, also brauchen wir auch keinen Hickhack und keine Besserwisserei. Nächste Frage, soll die Sperrstunde in der Gastronomie im ganzen Land auf 22 Uhr gesenkt werden? Nein, 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 viermal nein, fünfmal nein. Nur der Herr Blümel ist dafür, logisch. Dort ist die Forderung ja auch hergekommen an Wien. Sollen die Christkindlmärkte demnächst wieder aufsperren dürfen heuer? Da sind alle wollen Christkindlmärkte, dafür, alle wollen Punsch trinken. Wunderbar. Und die letzte Frage. In dieser Runde ist ein zweiter Lockdown als allerletzter Ausweg für Sie denkbar? Das ist ein klares... Frau Hebein, Sie wollen einen Lockdown? Nein, natürlich nicht. Ihre Frage war, ist es denkbar? Und noch einmal meine Antwort, es ist unsere Aufgabe, alles zu tun, das zu verhindern. Und das sollte uns einen, dass wir raschestmöglich Maßnahmen setzen, rasch helfen, auch, dass die Hilfe tatsächlich ankommt, auch bei den Menschen in Wien, da ist der Herr Finanzminister säumig. Und da kommen wir gleich dazu. Und alles zu tun, das zu verhindern, ist überhaupt keine Frage. Das ist oberstes Prinzip. Soweit einmal die Überblicksfragen. Herr Bürgermeister, ganz aktuell heute hat die Stadt Wien, namentlich der Stadtrat Hacker, der Gesundheitsstadtrat, bekannt gegeben, dass er aus dem Krisenstab des Innenministeriums aussteigen will. Jetzt am Abend hat es dann wieder geheißen, er wird morgens persönlich in den Krisenstab gehen. Ich kenne mich jetzt nicht mehr aus. Können Sie uns aufklären, was jetzt da genau passiert? Die Diskussion ist deshalb entstanden, weil er darauf hingewiesen hat, dass man durch eine Änderung der Zeit, also es wird jetzt die genaue Zahl der Infizierten um 14 Uhr bekannt gegeben, dass es wenig Sinn macht, dass um 9 Uhr eine Sitzung stattfindet, und hat schon in den letzten Tagen darauf gedrängt, dass man hier eine andere Regelung findet. Denn man darf nicht übersehen, der eigentliche Krisenstab ist ja im Gesundheitsministerium angesiedelt. Jener im Innenministerium arbeitet ja dem Gesundheitsministerium zu, aber selbstverständlich
eigentlich arbeiten wir Stadt Wien mit allen Krisenstäben, überall dort, wo wir eingeladen sind. Und von daher habe ich den Herrn Stadtrat ersucht, morgen bei der Sitzung auch persönlich teilzunehmen und kann das dann dort sicher auch mit dem Innenminister diskutieren, der, wie ich annehme, natürlich auch bei jeder Sitzung dabei sein wird. Das heißt, Herr Bürgermeister, Sie sagen, nein, die Stadt Wien bleibt im Krisenstab des Innenministeriums. Möchte ich noch nachfragen, man hat jetzt auch schon klar gehört, Gesundheitsministerium ja, Innenministerium nein, da macht sich wieder die Front auf, die wir seit vielen Monaten hören. Der Bund hat immer wieder Hilfe angeboten. Wir wissen, die Infektionszahlen, brauchen Sie beim Contract Tracing Hilfe, brauchen Sie sonst irgendwie Hilfe? Polizisten könnten in die Stadt kommen und Sie dabei unterstützen. Sie sagen sehr oft nein dazu. Warum? Also das ist das einzige Angebot, das ich kenne und das ist deshalb nicht ernst zu nehmen, weil wir schon seit längerer Zeit darauf drängen, dass wir in Wien mehr Polizeibeamte bekommen. Und zwar nicht, weil Wien eine unsichere Stadt wäre, sondern weil wir Sitz vieler internationaler Organisationen und vieler internationaler Veranstaltungen sind. Und von daher leisten die Polizistinnen und Polizisten in unserer Stadt mit 25% des Personals 60% der gesamten polizeilichen Tätigkeiten in ganz Österreich. Und wir drängen darauf, dass wir mehr Polizistinnen und Polizisten bekommen. Und von daher frage ich mich, welche Beamtinnen und Beamten würde mir der Innenminister da zur Verfügung stellen? In den letzten Tagen hat die Bewachung der Botschaften das Bundesheer übernommen, weil die Polizei zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Von daher nehmen wir gerne jedes ernstzunehmende Angebot an. Aber für PR-Aktionen ist die Corona-Krise zu ernst. Und von daher arbeiten wir sehr konstruktiv bei allen Maßnahmen, auch auf Bundesebene mit. Und wenn Sie schauen, viele Pressekonferenzen, die der Bund organisiert hat, sind auch bestückt mit Expertinnen und Experten, die aus Wien kommen. Und wir sind sehr stolz, dass beispielsweise der Gurgeltest auch von Frau Dr. Födinger, einer Mitarbeiterin eines Wiener Spitals, entwickelt worden ist und ihrem Team und damit auch die Möglichkeit geschaffen worden ist, nicht nur in Wien, sondern bundesweit hier schneller zu testen. Gut, da war jetzt ganz viel drin. Der Minister Blümel sollte jedenfalls darauf reagieren und auch die Vizebürgermeisterin hat sich gemeldet. Sie möchten auch was dazu sagen. Alle möchten was dazu sagen. Beginnen wir vielleicht mit dem Minister Blümel. Der Vorwurf hat gelautet, die Hilfsangebote des Bundes seien gar nicht ernst genommen. Das sei PR. Ja, mich macht das schon ein wenig betroffen, auch was jetzt gerade geäußert worden ist von seitens der SPÖ und auch was wir heute gehört haben von Herrn Hacker. Weil wir haben es im Frühjahr gut geschafft, gemeinsam besser durch diese Krise zu kommen als andere Länder. Wir haben weniger Tote zu beklagen gehabt, aber jetzt haben wir eine sehr schwierige Situation. Und wie ein roter Faden durch die Debatte zieht sich eigentlich, dass der Herr Hackers seit dem Frühjahr immer schon auffällig geworden ist diesbezüglich. Er hat gemeint, das sind lustige Cowboy-Aktionen, wenn man Schulen schließt. Es gibt hysterische Ärzte. Im September hat er noch gemeint, dass die Ampel eine Aktion gegen rote Städte sei. Und jetzt will er aus dem Krisenstab aussteigen. Wir haben schon gesagt, das lässt wahrscheinlich vermuten, dass er im Sommer auch zu wenig dafür getan hat, dass jetzt Personal aufgebaut wird, um das Contact Tracing in Wien machen zu können. Jetzt, glaube ich, ist der Zeitpunkt, dass der Herr Ludwig dem Herrn Stadtrat wirklich die Gesundheitsagenten entziehen sollte, am besten direkt zum Bürgermeister. Es ist eine schwierige Situation in Wien. Die Infektionszahlen sind zu hoch. Andere Städte, weltweit, große Städte, setzen Maßnahmen, die wesentlich weniger Infizierte haben. In Berlin beispielsweise fast doppelt so groß. Etwa die Hälfte der aktiven Fälle hat jetzt die Sperrstunde vorverlegt. Und ich kann nur darum bitten, dass wir auch in Wien gemeinsam alle Maßnahmen setzen, um das Virus zu reduzieren. Weil wir wissen, je höher die Infektionszahlen, desto mehr Arbeitslose. Es steht die Wintersaison vor der Tür. Wenn wir so weitermachen in Wien, dann wird es keinen Wintertourismus geben. Dann werden die Aber das Geschäfte, sind jetzt nicht wir schuld für die Infizierten Handel, in Tirol, oder? Dann wird der Handel in Wien in der Vorweihnachtszeit kein Geschäft machen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Reisewarnungen wegzubekommen, andere Länder haben es geschafft, zum Beispiel in Vorarlberg, da ist eine Reisewarnung aufgehoben worden. Und das sollte doch unser gemeinsames Ziel sein, runter mit den Infektionszahlen. Mir ist jede Maßnahme recht. Wenn Sie eine vorschlagen, bitte gerne, aber Sie müssen auch wirken. Die Sperrstunde vor Verlegung wird woanders gemacht. Wir sollten es auch tun. Es geht um Arbeitsplätze und um Unternehmen. Es geht um Existenz. Jetzt muss man dazu sagen, auf 10.000 Einwohner gerechnet ist Wien nicht an der Spitze bei den Infektionszahlen. Aber das jetzt nur mal klargestellt. Mhm. Frau Hebern ist die Nächste und wir bitten Sie um etwas kürzeres Statement. Ich mache es ganz kurz. Ich werde nie akzeptieren, wenn man einfach Wien-Bashing betreibt.
Herr Blümel, Sie machen es schon wieder. Was und das in einer Zeit, Fakten. Wo es reine einfach Fakten. Viel zu ernst ist und man kann noch so viel Gemeinsamkeit betonen und dann wieder was unterspurig mitvermitteln. Ich gehört tatsächlich zu denen, die davon überzeugt sind, dass wir es gemeinsam schaffen. Ich finde es auch gut, dass jetzt das Gesundheitsministerium angeboten hat, der Stadt Wien auch geschulte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, weil wir müssen schneller und besser werden, bis zu 60 Personen erprobt, erfahren, auch mit Dolmetsch. Das ist ein konstruktives Angebot. Wien hat auch, soweit ich weiß, darum gebeten. Jetzt gilt es zusammenzuhalten. All die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden mit aufsuchenden Tests, schnellere Tests, mehr Personal. Jetzt geht es darum, rasch zu den Ergebnissen zu kommen, rasch Kontaktmanagement umzusetzen. Und wir haben weder Zeit zurückzudrehen und zu trauern, sondern jetzt geht es ums Handeln, um das Gemeinsame. Und jetzt ist der Herr Wiederkehr dran und dann Herr Nepp und Herr Strache. Aber es ist wichtig, Frau Hebern, dass nicht jede Kritik gleich Wien-Bashing ist. Und ja, man muss auch zurückschauen. Weil was wurde die letzten Monate getan? Wir haben jetzt die Pandemie seit 7 Monaten und im Sommer wurde komplett geschlafen. Es wurden die Vorbereitungen, die notwendig gewesen wären, nicht getroffen. Und stattdessen gab es parteipolitischen Hickhack. Statt Wien gegen Bund, aber auch die Ministerien gegeneinander. Grüne gegen die ÖVP. Und was es in dieser Krise braucht, ist Gemeinsamkeit, ist vor allem auch Klarheit und ist Geschwindigkeit. Und wenn ich mir das anschaue an den Wiener Schulen, dann sehe ich, es ist nichts von dem da. Weil ich war diese Woche an einer Wiener Schule und die haben mir berichtet, dass bei einem Verdachtsfall in der letzten Woche, vom Verdachtsfall bis zum Testergebnis, 10 Tage vergangen sind. Und da frage ich mich, das ist doch inakzeptabel, 10 Tage hier zu warten an der Schule, bis Sicherheit herrscht. So lange kann man nicht warten, vor allem dann, wenn man weiß, wenn im Ministerium oder im Kanzleramt ein Fall ist, dann gibt es innerhalb von einem Tag ein Ergebnis. Es muss hier schneller getestet werden, vor allem an den Schulen, um auch Sicherheit herzustellen. Und wenn Sie sagen, Experten mehr hören, dann sage ich, ja, unbedingt Experten in die vorderste Stelle auch gehen. Wir brauchen nicht 120 oder noch mehr Regierungspressekonferenzen, okay, sondern wir brauchen die Expertise auch von Fachexperten. Und hier vom Herrn Anschober in der Ampelkommission, die Ampel ist ja sowieso gescheitert, aber in der Ampelkommission gibt es 18 Mitglieder, davon waren 5 Experten und 2 haben schon wieder das Handtuch geworfen. Also Herr, man sieht, Experten werden zu wenig gehört. Herr Nepp und Herr Strache warten schon lange und geduldig, dass Sie zu Wort kommen. Also man sieht ja wieder mal, das sind klassische Systempolitiker, die mit den Menschen da draußen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Hier wird gestritten, wer macht schärfere Maßnahmen, hier wird gestritten, wer hat die besseren Experten. Haben Sie mit den Menschen da draußen, mit den Wienerinnen und Wienern, irgendwann einmal gesprochen? Denen geht das Geld aus, die haben kein Geld mehr, die haben durch die Kurzarbeit 20% weniger Einkommen, die sind betroffen von Arbeitslosigkeit. Denen müssten wir endlich unseren von uns geforderten Corona-Tausender für jeden Haushalt einmal auszahlen, dass man die Menschen wieder unterstützen kann. Aber Sie sind irgendwie eine Belastungskoalition. Rot-Grün in Wien schraubt die Gebühren hoch, eine nach der anderen. Kanal, Müll, Strom, Gas. Der Finanzminister, der hebt beinhart seine Steuern ein. Der sollte jetzt einmal schauen, dass die Unternehmen jetzt einmal für ein Jahr die Lohnnebenkosten nicht bezahlen müssen, damit einmal die Wirtschaft wieder in den Schwung geht. Aber sie belasten nur. Und jetzt kommt der Winter nach Wien. Die Leute müssen heizen und jetzt stehen wir irgendwann einmal da vor der Situation, dass die Menschen, die Wienerinnen und Wiener, nicht einmal wissen, kann ich mir heute leisten, einkaufen zu gehen oder kann ich heute zu Hause überhaupt heizen? Vor der Situation stehen wir und Sie streiten sich da vollkommen abstrakt und abstrus. Wer hat die besseren Experten? Denen Menschen muss geholfen werden. Die müssen wieder in den Job kommen. Die Unternehmen können wieder gerettet. Wir haben jetzt 170.000 Arbeitslose in Wien. 170.000. Vor Corona hatten wir schon 120.000. Schon das war Totalversagen vom Herrn Bürgermeister Ludwig. Und jetzt haben wir 170.000. Wir haben 100.000 Menschen in Kurzarbeit. Kurzarbeit heißt ja nicht, dass das Geld normal bleibt. Kurzarbeit heißt, dass Kürzungen da sind. Und die Leute wissen nicht, am Ende des Monats kann ich noch einmal einkaufen gehen. Die Menschen gehören entlastet und sie belasten die ganze Zeit. 1.000 Euro pro Haushalt, das ist unsere Forderung. Und um die Unternehmer wieder zu entlasten, die Lohnnebenkosten endlich wieder mal für ein Jahr aussetzen, dass einmal wieder der Konsum da ist, dass die Menschen wieder angestellt werden können, dass wir Jobs schaffen. Und nicht irgendwie wert den besseren Experten und ich trete aus der Kommission aus und dann trete ich wieder ein. Das ist doch kindisch. Das geht doch vollkommen an den Wünschen der Wienerinnen und Wiener vorbei. Herr Strache? Ich glaube, das ist genau das, was den Nerv auch der Zeit trifft. Die Regierungsmaßnahmen
muss man teilweise sagen, sind so gelagert, dass sie mehr Schaden anrichten als das Virus selbst. Wir haben eine Regierung mit Rudi Anschober als Gesundheitsminister und Kurz und Kogler, die quasi unser Land in ein Burnout geführt haben. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Und das Drama, das sich abspielt, ist wirklich, dass die Menschen gerade auch durch die Aufhebung des Epidemiegesetzes, wo eine rechtliche Ausfallshaftung garantiert war, die Betriebe heute auf der Strecke bleiben. Und da spielen sich Dramen ab. Da stehen Betriebe wirklich vor ihrer Existenzfrage, vor einem Ruin, wo man sagt, man stundet, man gibt Kredite. Die werden aber dann nächstes Jahr spätestens im ersten Quartal fällig. Und wenn ich keine Umsätze habe, dann kann ich das nicht zahlen. Dann wäre zusperren. Und dahinter steckt dann die Drohung und die Gefahr einer nachhaltigen Massenarbeitslosigkeit, die wirklich ein Drama ist. Und da vermisse ich, ja, dass man auf Experten hört. Ich habe noch nie bei Pressekonferenzen der Regierung irgendwelche Experten gesehen. Und da gibt es viele. In unserem Nachbarland, der Hendrik Streeck, sagt aktuell ganz klar und deutlich, er fordert einerseits ein Ende der Verbotspolitik als Virologe, als Anerkannter. Er sagt, aufhören mit der übertriebenen Angst und Panikmache. Er empfiehlt eine Rückkehr zur Lebensnormalität, bevor die Gesellschaft endgültig von ihnen an die Wand gefahren wird und die Menschen leiden. Weil das ist dann das hunderttausendfache Leid. Es kennt heute jeder einen Bürger, der arbeitslos geworden ist oder in Kurzarbeit ist oder mit seinem Betrieb heute vor einer Situation steht, wo er verzweifelt. Und da könnte man schon auch eines sagen, dass die beiden Herrschaften, Blümel, aber auch Ludwig, sofort reagieren hätten können, nämlich auch in der einen Frage, dass man die Landesabgaben streicht für die Betriebe, weg mit den Bagatellsteuern und mit der Luftsteuer und mit anderen Wahnsinnigkeiten und dass der Finanzminister hergeht und den Betrieben, ich sage, 6 Monate lang einmal nicht nur Stundungen möglich macht, sondern auch wirklich, ich sage, Steuerschulden nachlässt, ja, Steuern nachlässt. Das wäre eine Hilfe, die ankommt und da können wir unsere Gesellschaft retten. Wenn Sie so weiter tun, wie Ihre Schrampe heute angekündigt hat, die nämlich einen zweiten Lockdown nicht ausschließt, dann kommt die Katastrophe erst richtig auf das Land. Sie hat gesagt, sie hat keine Glaskugel, das jetzt hinzugefügt, die angesprochene Ministerin Schramböck hat gesagt, in der kleinen Zeitung, sie habe keine Glaskugel, die haben wir natürlich alle nicht. Jetzt waren Sie, Herr Minister Blümel, und der Bund angesprochen zu all diesen Vorwürfen. Man muss sagen, das hat sich tatsächlich verhaftet. Zu wenige Maßnahmen, sie kommen zu spät, sie werden zu spät ausgeschüttet und alles zu bürokratisch. Wenn man das alles zusammenfasst, was sagen Sie dann dazu? Ja, also jeder Fall, den Sie haben, der zu mir kommt, den bearbeiten wir und wir können in den allermeisten Fällen lösen. Ich habe jetzt die ganze letzte Woche so viele Vorwürfe gehört. Ich habe noch keinen einzigen Fall von irgendjemandem in der Runde geschickt bekommen, weil wir würden uns die alle ansehen. Gestern zum Beispiel, Herr Wiederkehr, gestern zum Beispiel hat ein Kollege von Ihnen, der Herr Scherak, den ich an sich sehr schätze, im Parlament gesagt, da hat jemand am 30.09. Ihnen geschrieben, Sie haben nicht geantwortet, ein Unternehmer. Nachher ist er zu mir gekommen und hat sich entschuldigt, weil er gesagt hat, er hat jetzt die Info gekriegt, er hat doch schon Antwort gekriegt, tut mir leid. Aber das sagen Sie dann nicht. Ich wollte aber was sagen zum Herrn Strache. Philipp Enders hat mit Ihnen gesprochen. Zum Herrn Strache und zum Herrn Epp. Wir wissen, je mehr Infizierte, desto mehr Tote und desto mehr Arbeitslose. Und Sie beide mit Ihrer Verweigerung, Masken zu tragen, das Virus ernst zu nehmen, auch Maßnahmen zu setzen, damit sich das Virus nicht verbreiten kann, Sie gefährden Arbeitsplätze. Am liebsten hätten die beiden das schwedische Modell. Wir wissen das, schwedisches Modell heißt mehr Tote. Schwedisches Modell heißt auch, dass im Sommer 20 von 27 europäischen Ländern eine Reisewarnung gegen Schweden erlassen gehabt haben. Man stelle sich das gegen Österreich vor, wo der Tourismus für unser Land so wichtig ist. Das ist das Konzept von Herrn Strache und Herrn Epp, was die Corona-Pandemie betrifft. Das ist kein Konzept für die Zukunft. Herr Blümel, jetzt wollen wir von Ihnen noch ganz kurz wissen, Sie verlangen von Wien, dass die Sperrstunde, so wie in anderen Bundesländern, auf 22 Uhr vorverlegt wird. Ausgerechnet von einer Wirtschaftspartei kommt das. Der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Ruck, Ihr Parteifreund, lehnt das ab. Ist das nicht der Tod der Gastronomie in einer Millionenstadt? Natürlich ist es schwierig kurzfristig, aber wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Reisewarnungen gegen Wien wegzubekommen, dann wird es keine Vorweihnachtszeit geben, wo der Handel noch Umsätze machen kann. Das ist eine der wichtigsten, umsatzstärksten Zeiten im Jahr. Die Buchungen gehen jetzt schon zurück aufgrund der Reisewarnungen. Bitte machen wir gemeinsam jede Maßnahme, die dazu führt, dass diese Reisewarnungen wegkommen und die Geschäfte wieder Geschäft machen können und die Arbeitsplätze gesichert sind. Das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Antwort, auf jeden Fall die Vorverlegung der Gastronomie-Sperrstunde. Moment, Antwort, Herr Ludwig, und dann Herr Nepp. Sie haben sich gemeldet. Also wir haben in Wien das Virus immer sehr ernst genommen. Ich habe schon am 27. Jänner einen medizinischen Krisenstab eingerichtet. Und mir war immer wichtig, dass wir ganz besonders die ältere Generation schützen. Das war der Grund, dass wir vor allen anderen
anderen Zugangsbeschränkungen zu Pensionistenwohnhäusern, Spitälern, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen geschaffen haben und damit verhindert haben, dass vor allem viele ältere Menschen von dem Virus betroffen sind. Und für uns ist Gesundheit, das Virus, nach wie vor das ganz, ganz Wichtige. Aber wir sehen auch die Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Und die Vorverlegung der Sperrstunde ist ein so starker Eingriff in das Wirtschaftssystem, insbesondere in der Gastronomie, wo 66.000 Menschen beschäftigt sind und wo ich mir auch gar keine Vorteile erwarte. Von daher haben wir ja vorgeschlagen, eine Registrierungspflicht, dass wir sehr schnell Contact Tracing abwickeln können, wenn wir draufkommen, dass sich wer infiziert. Erfreulicherweise ist das in der regulären Gastronomie bis jetzt nicht der Fall gewesen. Wir schauen ganz stark hin auf illegale Partys, dort, wo sich die Menschen auch privat in größeren Gruppen treffen, sich nicht an den Maßnahmen orientieren. Dort arbeiten wir sehr gut zusammen mit der Wiener Polizei, das Büro für Sofortmaßnahmen hier im Rathaus. Und hier schließen wir auch solche Veranstaltungen sehr konsequent. Aber ich halte mich da ganz an die Linie, die ich gemeinsam mit 5 anderen Bundesländern in Österreich habe, dass wir keine Vorverlegung der Sperrstunde wollen. Und sogar bei jenen Bundesländern, die das angekündigt haben, gibt es jetzt die Variante, dass zwar die kleinen Wirten sperren um 22 Uhr, aber in den Hotels, an der Bar kann man weit noch, Mitternacht kann man weiter feiern. Und das finde ich nicht gerecht, weil mir ist wichtig, dass wir das Wiener Kaffeehaus retten, den Wirten ums Eck, Lokale in aller Qualität und sicherstellen, dass wir 66.000 Arbeitsplätze in unserer Stadt erhalten. Und ich glaube, das wird die zentrale Aufgabe in den nächsten Monaten sein, dass wir Arbeit schaffen und den Möglichkeiten den Menschen geben, auch Geld zu verdienen. Herr Nepp und Herr Stache sind noch dran und dann schließen wir dieses Thema ab. Also man muss ja einiges schon zurechtrücken. Nämlich wenn sich jetzt beide Parteien, nämlich der Herr Ludwig von der SPÖ und der Herr Blümel von der ÖVP, darüber aufregen, dass die Reisewarnungen gekommen sind. Da muss man ja sagen, die kommen ja nicht von ungefähr. Wenn Sie Panik und Angst verbreiten, dass die Menschen auf der Straße sterben, wie die Fliegen, dann darf man sich nicht wundern, wenn dann auf einmal Wien auf die rote Liste gesetzt wird. Wenn Sie eine Corona-Ampel einführen, die komplett absurd ist, wo es jegliche Rechtsgrundlage fehlt, wo Sie dann selbst in der Kommission, wo Sie von der Bundesregierung drin sitzen, wo ein Landesvertreter von Wien drin sitzt, wenn man da selber auf Orange schaltet, dann darf man sich nicht wundern. Und jetzt haben wir die Reisewarnungen. Was passiert? Die Touristen lassen aus. Es kommen keine Touristen mehr in die Stadt. Es wird Umsatzminus geben. Es sind 66.000 Arbeitsplätze, da hat der Bürgermeister recht, aber die haben sie selbst gefährdet, indem sie diese Reisewarnung mehr oder weniger provoziert haben. Und diese Corona-Ampel, diese Orange, die zieht sich ja viel weiter. Das zieht sich ja bis in die Schule, wo ein Schulchaos herrscht, wo man nicht weiß, ist morgen die Schule überhaupt noch offen oder nicht. Und ich habe selbst 2 Kinder, die schulpflichtig sind und weiß, wovon ich spreche, wenn ein Corona-Fall in der Schule ist und man nicht weiß, müssen die Kinder morgen zu Hause bleiben? Und wen trifft das meistens? Die Frauen. Und das muss man auch einmal sagen. Wir müssen doch jeglichen Lockdown verhindern, vor allem an den Schulen, doch nicht irgendeine komische Testreihe, die sie machen, wo sie sofort Schulen schließen, wo dann wieder die Kinder zu Hause sitzen, wo es zu Homeschooling kommt, wo Frauen wieder darum betroffen sind. Das heißt, das Schlamassel, das sie eigentlich sie jetzt hier bekritteln, haben sie beide selbst verursacht. Durch eine Corona-Ampel und durch Panik und Angstmache. Und das haben sich die Wienerinnen und Wiener überhaupt nicht verdient. Okay, ich darf Sie noch einmal um etwas kürzere Statements bitten. Wir haben schon ziemlich einen Überzug. Herr Stache, bitte. Naja, also eines ist, glaube ich, entscheidend. Ja, der Coronavirus, der ist natürlich ein Problem. Wir haben andere Grippeviren auch, die Influenza. Wir wissen, dass der Coronavirus stärker ist als die Influenza. Das sagen die Expertinnen und Experten, wo sie den Kopf schütteln. Und haben das Problem ist die Risikogruppen, die geschützt werden müssen. In Pflegeheimen, in Spitälern, Menschen ab einem Alter mit gewissen Vorerkrankungen sind zu schützen. Aber was da passiert, ich meine, das Credo, das der Herr Bundeskanzler Kurz mit der Regierung lebt, ja, ich sage immer, der heilige Sebastian, so kommt er mir schon fast vor. Ne? Jesus hat Armut gepredigt, aber diese Regierung schafft es, in diesem Land Armut zu erzeugen. Und das ist wirklich ein Grundproblem und das empört viele. Weil wenn Sie sich auf die Experten einmal konzentrieren würden und die zulassen würden. Und Hendrik Streeck, ich zitiere Hendrik Streeck, das ist ja nicht irgendwer, das ist einer der renommiertesten in Europa, der sagt, das wird nicht unser Untergang sein. Die Angst ist irrational. Es wird zu viel getestet und falsch. Es werden Menschen mit PCR-Tests getestet, wo bis zu 90% keine Infektion, Stache, keine Krankheit haben, aber positiv sind. Der Herr und jetzt möchte ich vielleicht ganz noch lange sagen, gemeldet. Was Hendrik Streeck und Experten sagen. Ein Satz. Der Virus und die Art und Weise, wie sie damit umgehen, wurde verpolitisiert. Weg von der Verpolitisierung.
Parteipolitisierung. Lassen wir die Experten diskutieren und lassen wir solche Experten wie Bhakti Ionatis, Hendrik Streeck und andere österreichische Mediziner, die jetzt sich auch zu Wort gemeldet haben, bis hin zur österreichischen Ärztekammer zu Wort kommen. Jetzt, die sind ja jetzt diskutieren einmal Sie hier, Herr Strache. Bei dem, was Sie sagen, kann man ja froh sein, dass Sie keine Verantwortung mehr in dieser Republik haben und auch nie wieder bekommen werden. Weil die Tests als Teil des Problems zu bezeichnen, ist komplett falsch. Weil alleine falsch, durch Tests gibt das ist es das überhaupt Problem. Wirklich die Möglichkeit, die in Richtung einer Normalität falsch. Zu kommen. Weil wir müssen Risikogruppen, Politiker oder Pflegekräften testen, damit wir auch wissen, wo ist das Virus. Oder auch an den Schulen mehr testen, damit wir auch einen Überblick über das Infektionsgeschehen haben. Das ist unglaublich wichtig, hier das Virus über Tests auch einen Überblick zu bekommen und treffsicher zu helfen und Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Stadt zu unterstützen. Weil wir haben eine Arbeitslosigkeit von über 15% in Wien. Ja. Im Vergleich zu anderen Städten, Prag wenn man unter so 5%, Budapest unter 5%. Und dann, Herr Finanzminister, kann man nicht sagen, das läuft alles super. Und wenn Sie sagen, wir sollen die Fälle zu Ihnen schicken, ich habe schon viele zu Ihnen geschickt und viele kann ich gar nicht mehr zu Ihnen schicken, weil die schon pleite sind. Und die große Pleitewelle, die kommt ja. Ich war mit Dutzenden im Kontakt. Die ja, mir gesagt haben, Sie bekommen keine Hilfe. Schicken Sie doch bitte dem Minister Blüm ein paar Fälle, dann können bitte. Wir an anderer Stelle bitte. Weiter diskutieren. Und viele kann ich gar nicht mehr schicken, weil sie schon eine Insolvenz zum Schluss noch für minus 50% bei den Insolvenzen bisher. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir uns noch einmal vor Augen halten, dass wir einen zweiten Lockdown verhindern wollen. Und ich halte es für grob fahrlässig, wenn Parteien wie Sie Bilder halbstark auf Social Media zeigen, wo sie weder Schutzmaßnahmen noch Masken tragen, noch was auch immer. Jetzt geht es darum, dass wir gut gemeinsam durch die Krise kommen und nicht alles relativieren. Reden Sie einmal mit einem Zivildiener, der seit Wochen Atemprobleme hat, positiv getestet. Reden Sie mit den Leuten, die E-Mails schreiben und die sagen, bitte schön, seien Sie vorsichtig, wir haben gerade einen Freund zu Grabe getragen. Sie verharmlosen das, Punkt eins. Punkt zwei, ich halte es für sehr wichtig, dass wir rasch handeln. Wir haben in Wien 3 Corona-Maßnahmenpakete beschlossen, umgesetzt, dass wir niemanden übersehen, von Anschubfinanzierung, genau in den heiklen Branchen, bis zu den Lehrlingen, bis zu den älteren Arbeitnehmerinnen, dass wir hier uns beteiligen, raschest möglich. Und das Dritte, das lasse ich nicht so stehen, Herr Finanzminister, weil Sie hier die Verantwortung tragen, gerade heute wieder Familienhärte, Fonds, das Geld kommt nicht an, zehntausende Fälle unbearbeitet. Und ja, es gibt ein Unternehmen auf der Otterkringer Straße, ein Bekleidungsgeschäft, ein kleines, muss sich überlegen, zusperren, kriegt keine Zwischenfinanzierung von den Banken. Ja, es gibt Menschen, die werden von der Wirtschaftskammer abgelehnt. Sie haben das so groß aufgeblasen, wenn Sie jetzt hier stehen und einmal sagen, ja, Einsicht, wir werden es verbessern, auch Sie kümmern sich um Wien, dass bitte. Es rascher geht, wäre das jetzt sehr ein guter Zeitpunkt. Ich bitte Sie, herzlich, ganz kurz, einen Satz. Ja. Völlig richtig. Wir verbessern ständig, erstens. Und zweitens, Wien hat ein Paket geschnürt, ich habe es jetzt im September gehört, 453 Millionen Euro sind beantragt und genehmigt. Die Bundesmaßnahmen für Wien, die beantragt und genehmigt wurden, sind ungefähr das Zehnfache, Frau Hebern. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Gemeinsam auch mit Ihrem Kollegen, Vizekanzler Kogler, aufgesetzt, das Zehnfache. Das war nur, die Replik. Natürlich wollen wir, dass die Redezeiten zwischen Ihnen allen gerecht aufgeteilt sind. Deswegen stoppen unsere Kollegen in der Regie ganz genau mit. Und hier ist die erste Zwischenbilanz. Die sehen wir hier. Wir sehen Vizebürgermeisterin Hebein in Führung vor Heinz-Christian Strache und Bürgermeister Ludwig. Der Herr Wiederkehr hat deutlichen Aufholbedarf, wir werden das jetzt berücksichtigen. Genau. Und jetzt wollen wir ausnahmsweise zwischendurch an Sie einmal ein paar ganz, er schaut schon ganz erschreckend, der Bürgermeister. Wir kommen nicht ganz nah, keine Sorge. Ganz unpolitische Fragen stellen. Das sind die schwierigsten. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Herr Strache. Wem haben Sie denn zuletzt die Hand geschüttelt? Gute Frage. Es muss heute hier gewesen sein, aber ich weiß nicht, wer da der Letzte war. Was vielleicht der Herr Nepp? Nein, war er nicht, das weiß ich sicher. Aber es könnte keiner der Kandidaten gewesen sein. Ich glaube, es war ein Mitarbeiter. Aber Sie haben keine Angst, sich zu infizieren oder eine Infektion in Ihre Familie zu tragen? Nein, denn ich halte mich an die Vorgaben. Ich tue ja regelmäßig und offen die Hände waschen. Ich werde tue sie auch desinfizieren. Und ich habe viele Hände geschüttelt. Ihr habt zum Glück keinen bis dato auch persönlich kennengelernt, okay. Der Corona gehabt hätte. Ich habe mit zweien telefoniert, die es gehabt haben. Und ja, vielleicht dazu sagend,
Ja, zum Glück ist, was die Intensivstationsbehandlung betrifft und die Übersterblichkeit nicht vorhanden, ausdrücklich nicht. Ja, und deshalb sollte man auch nicht weiter diese Angst und Panik machen. Ja. Herr Bürgermeister Ludwig, der Bürgermeister der Millionenstadt Wien lebt in einem Kleingartenhaus in Floridsdorf. Warum und wie dürfen wir uns dieses Haus vorstellen? Ja, das hat sich ergeben vor vielen Jahren, bevor ich noch in der Politik Verantwortung übernommen habe. Und Floridsdorf ist ein sehr lebenswerter Bezirk, vielleicht für jene, die nicht aus Wien sind. Das ist sind zwei Bezirke auf der einen Seite der Donau, links der Donau, die geprägt sind durch einen sehr guten Wechsel von Arbeitsplätzen, Wohnen und viel Grün und Freiflächen. Also von daher ist das eine für mich sehr angenehme Situation. Und vor allem bin ich in jenem Bezirk, wo ich auch politisch als Mandatar seit vielen Jahren auch Funktionen übernommen habe und habe die Möglichkeit, auch direkt mit der Bevölkerung in Kontakt zu sein. Diese kurzen Fragen sollen ja der Entschleunigung dienen. Sie merken es, Herr Nepp, ich möchte Sie gerne fragen, welche Eigenschaft hat Heinz-Christian Strache, welche positive Eigenschaft, die Sie nicht haben? Die ich nicht habe, das weiß ich nicht, aber wenn es eine positive Eigenschaft gäbe von Heinz-Christian Strache, muss ich sagen, er ist ein Tierfreund, er hat ja auch selber einen Hund und ich habe auch einen Hund und das macht schon einen positiven Menschen aus. Ja. Okay, Frau Hebein, Sie besitzen, ich nehme an, als Einzige in dieser Runde einen Traktorführerschein. Wie kam es dazu? Sie haben auch einen. Sie auch? Entschuldigung. Wie kam es dazu? Na, im Grunde wollte ich ja früher einmal Bergbäuerin werden und da gehört ein Traktorführerschein einfach dazu. Und ich komme aus einem kleinen Dorf in Kärnten, da ist es völlig normal, macht man Autoführerschein, gleich Traktorführerschein mit. Ehrlich gesagt habe ich früher Traktor fahren gelernt, als wir Auto fahren, weil das machen wir am mit Land. Mit 12? Früher das als erlaubt, sagen wir so. Das schon erwischt. Okay. Herr Wiederkehr, kein Porträt, kaum ein Porträt zumindest, über Sie kommt ohne den Beinamen Musterschüler aus. Daher würde ich Sie gerne fragen, was war das Allerverrückteste, das Sie in Ihrem ganzen Leben je gemacht haben? Ich glaube, meine Lehrer lachen immer bei dieser Aussage, weil ich alles andere als ein Musterschüler war und die Schulzeit gar nicht so leicht war, auch einige Male kurz vorm Ausschluss war von der Schule. Das ist aber, noch nicht verrückt. Ja, ich muss da nicht alles erwähnen. Das letzte Verrückte wahrscheinlich im letzten Urlaub, als man noch reisen konnte, über Silvester in Barcelona, oft nachts, als es richtig kalt war, im Meer schwimmen gewesen. Das letzte, an was ich mich erinnere. Aber als Musterschüler nehme ich gerne dahingehend, dass ich die Stimme auch bin, für die Schülerinnen und Schüler in dieser Stadt, die dringend eine Vertretung auch brauchen, eine politische, und ich bin deren Stimme. Okay, Herr Blümel, Sie sind also, haben wir gelernt, auch ein Traktorführerschein. Auch Traktorfahrer. LKW-Führerschein. Und Sie haben in Ihrer Jugend in Niederösterreich in der Blasmusik gespielt. Welches Instrument und tun Sie das heute noch? Ich habe Flügelhorn, Tenoren und dann auch Schlagzeug gespielt. Ich bin sogar Träger des 7. Leistungsabzeichens. Das ist so, wenn man eine gewisse Art von Blattleseübungen machen kann. Ich habe das extrem schön gefunden, in der Blasmusik mitzumachen. Seit einiger Zeit leider nicht mehr. Da muss man regelmäßig üben, damit der Ansatz bleibt. Und dafür ist in den letzten Jahren keine Zeit geblieben. Vielen Dank für Ihre netten Einblicke in Ihr Privatleben. Und damit kommen wir wieder zurück zu den heißesten politischen Themen. Neben Corona steht in Wien ein Thema natürlich längst ganz oben, das Wohnen. Die steigenden Mieten sind ein brennendes Problem. Im internationalen Vergleich steht Wien zwar noch ganz gut da, wenn man es zum Beispiel mit Paris oder London vergleicht, aber auch hier in Wien gehen die Mieten, die Preise für die Mieten steil nach oben. Umso mehr sind geförderte Wohnungen nachgefragt und die 220.000 Gemeindewohnungen. Politische Diskussion und Debatte, wie wir auch gleich sehen werden, natürlich inklusive. Im privaten Sektor sind die Mieten enorm gestiegen. Kein Wunder, denn die Stadt ist in den letzten 20 Jahren um 350.000 Menschen auf 1,9 Millionen gewachsen. Und Konflikte mit Zuwanderern, die gibt es ohnehin schon längst. Wir haben sehr lange als Familie eine Vierzimmerwohnung gesucht. Und es war irrsinnig schwierig. Wir haben dann teilweise erst 4 Jahre später oder so Benachrichtigungen von den Genossenschaften bekommen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in geförderten Wohnbauten. Davon 500.000 Menschen in 220.000 Gemeindewohnungen. Eine 82 Quadratmeter Wohnung in diesem Gemeindebau kostet 540 Euro inklusive Betriebskosten. Doch nicht jeder erfüllt die Vergabekriterien.
Leistbare Wohnungen sind gefragt. ÖVP, FPÖ und Team Strache wollen den Zugang zu Gemeindewohnungen an eine Deutschpflicht bzw. an die Staatsbürgerschaft koppeln. Das Thema Integration ist im Gemeindebau jedenfalls seit Jahren heiß diskutiert. Die geborenen Serben, geborenen Türken, die Kurden, die Wiener, wir haben doch ein bisschen Ängste, wenn wir sich untereinander nicht so verstehen. Frau Heben, wir wollen bei Ihnen beginnen diesmal. Die Grünen haben gestern für Aufregung gesorgt, indem bekannt geworden ist, dass sie Migranten bevorzugen wollen bei gleicher Qualifikation, wenn es um Jobs bei der Gemeinde oder in gemeindenahen Betrieben gibt. Können Sie ganz kurz erklären, warum? Ja, kann ich. Es war eine Frage auf Wahlkabine.at, wo man auch eine Bewertung dazu... Das ist eine Online-Plattform, wo verschiedene Standpunkte vergleichbar gemacht richtig. Werden. Richtig, inklusive einer Bewertung. Und wir haben das als Grüne ganz klar nicht als oberste Priorität bewertet. Was steckt dahinter? Im Grunde der Wunsch, dass wir ernsthaft darüber reden, dass... alle Menschen hier in Wien auch sichtbarer werden, weniger Diskriminierung erfahren. Ich halte es für ganz, ganz wesentlich, dass viele Migranten, Migrantinnen zum Beispiel bei der Polizei sind, beim ORF, also überall präsent, dass es selbstverständlicher wird, dass wir eine vielfältige, offene Stadt sind. Das halte ich für ganz wichtig. Ja. Und ich werde den Satz aufnehmen, den der Herr jetzt genannt hat. Manchmal ist der Eindruck da, dass sie sich zu wenig verstehen. Und ich halte das, die Menschen hier in Wien oder die unterschiedlichen Kulturen, ich halte das für sehr wichtig, nicht alles schön zu reden, was Jugendliche anlangt, hier Perspektiven zu schaffen, dass die uns nicht abrutschen in irgendwelchen rechtsextremistischen oder islamistischen Gruppierungen, hier viel investieren. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass man nicht, ich komme aus Rudolfsheim, Fünfhaus, über 50% Migranten, Migrantinnen, liebenswerte Menschen, dass man die auch als Nachbarn und Nachbarinnen sieht und dass wir uns einander mit Respekt begegnen. Herr Bürgermeister, da drängt sich die Frage an den Bürgermeister auf, wenn die wahrscheinlichste Variante eintritt, dass Sie mit den Grünen weitermachen. Kommt das? Also mir ist wichtig, dass wir alle Menschen gleich behandeln, unterschiedlich von Herkunft und so weit es im demokratischen Spektrum ist, auch politischer Gesinnung. Also von daher würde ich da keine Bevorzugung oder Benachteiligung vornehmen. Aber mir ist wichtig, dass wir das Wohnumfeld auch in Zukunft so gestalten, dass viele Wienerinnen und Wiener Gelegenheit haben, auch eine leistbare Wohnung zu haben. Und es ist in dem Film schon vorgekommen, dass wir im internationalen Vergleich mit dem großen Anteil an Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen Möglichkeiten haben, die es in keiner anderen Großstadt gibt. Denn mehr als 62% der Menschen in Wien leben in einer geförderten, damit leistbaren Wohnung. Die Mieten sind dort in den letzten 10 Jahren entlang der Inflationsrate gestiegen, aber nicht höher. Dort, und das ist richtig im Beitrag, wo die Mieten stark gestiegen sind, allerdings von einem niedrigeren Niveau als in anderen Städten, ist im privaten Wohnhausbereich. Und dort fordern wir vom Bundesgesetzgeber schon seit längerer Zeit, und da lade ich alle anderen Parteien ein, auf Bundesebene im Parlament mitzustimmen, dass wir zu einem transparenten, nachvollziehbaren Miet- und Wohnrecht kommen, das die Mieterinnen und Mieter in den Vordergrund rückt. Aber das, was wir in Wien machen können, ist, dass wir die Neubauleistung erhöhen. Das haben wir auch getan in den letzten Jahren im Bereich des geförderten Wohnbaus, im Bereich der neuen Gemeindewohnungen, die wir errichten. Und wir vergeben gemeinsam mit den gemeinnützigen Bauträgern pro Jahr 20.000 geförderte, leistbare Wohnungen in den verschiedenen Segmenten. Einen größeren Teil, nämlich 14.000, direkt bei der Wohnberatung der Stadt Wien. Also von daher haben wir einen besonderen Schwerpunkt auch für junge Wienerinnen und Wiener. Dort werden fast die Hälfte aller Wohnungen an Wienerinnen und Wiener vergeben, die unter 30 sind. Wir sind schon beim Gemeindebau und da haben Sie, Herr Minister Blümel, die Forderung erhoben, die Vergabe von neuen Gemeindewohnungen an Deutschkenntnisse
zu koppeln. Sagen wir, es würde kommen, da bräuchten Sie natürlich den Bürgermeister und die SPÖ dafür. Jetzt gehe ich einmal davon aus, dass das nicht so leicht ist, die zu überzeugen. Aber rein theoretisch, es würde kommen. Was passiert dann mit diesen Menschen? Die sind nicht gut integriert, können nicht gut Deutsch. Wo sollen die dann wohnen? Am Stadtrand, in die Banlieues, wie in Paris oder wohin mit ihnen? Nein, es gibt ja jetzt bereits eine Wartefrist für Gemeindewohnungen, die auch der Herr Ludwig eingeführt hat. Also man muss eine Zeit lang da sein, bevor man auch das Recht hat, eine Gemeindewohnung zu erhalten. Und während dieser Zeit kann man ja Deutsch lernen. Das ist der letzte Satz, den der Herr im Beitrag gesagt hat, wir verstehen uns nicht. Und die Grundlage dafür, dass man sich versteht, bei aller kultureller Debatte, die Grundlage dafür ist eben die gemeinsame deutsche Sprache. Und ich halte es für nicht zu viel verlangt von Menschen, die zu uns kommen, die hier Schutz und Hilfe bekommen, dass sie auch sich in diese Gesellschaft integrieren, dass sie einen Mindestbeitrag auch leisten, ein Mindestbekenntnis auch zu unserer Gesellschaft abgeben. Und da ist es einfach nicht zu viel verlangt zu sagen, bitte lernen Sie unsere Sprache. Das ist ja auch gut für die Menschen selbst, denn dann kann man ein selbstbestimmtes Leben führen, man kann einen Beruf ergreifen. Wir haben in vielen Wiener Schulen die Herausforderung, dass ein Gutteil der Schülerinnen und Schüler dort nicht Deutsch als Muttersprache hat. Viele kommen aus der Pflichtschule heraus, können nicht ausreichend lesen und schreiben. Das ist der sichere Weg in die Mindestsicherung. Das kann doch nicht das Ziel sein für diese Stadt. Deswegen sagen wir, Integration gehört nicht nur gefördert, sondern muss auch eingefordert werden. Ohne Schaum vom Mund, wie das Nepp und Strache gleich machen werden, wie Sie hören werden, sondern das Problem gehört gelöst. Diese Herausforderung müssen wir gemeinsam angehen. Und das ist der türkise Weg, den wir vertreten. Wir haben gesehen, dass es diese Wortmeldungen gibt. Ich erinnere mich aber auch an die Grafik vorhin und weiß, der Herr Wiederkehr hat Aufholbedarf. Daher frage ich Sie jetzt zu Ihrem Wahlprogramm. Sie sprechen sich dafür aus in Ihrem Wahlprogramm, dass Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen an die Menschen vergeben werden, die es brauchen. Wen meinen Sie damit? Erste Frage. Und zweite Frage, unabhängig von jeder Bedingung, wie etwa die, die Herr Blümel gerade genannt hat. Wir brauchen soziale Treffsicherheit, auch im Gemeindebau und im Bereich auch der Genossenschaften. Und da wurde auch vieles in der Vergangenheit auch geschaffen, dass es hier Wohnungen gibt. Nur die Treffsicherheit ist nicht gegeben. Es gibt zum Beispiel Spitzenpolitiker und Spitzenpolitiker, die im Gemeindebau wohnen und das gleiche zahlen wie eine Einkäufer, wie eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft zum Beispiel. Und das finde ich, Herr Bürgermeister, persönlich ungerecht, weil im Gemeindebau auch quersubventioniert wird von allen steuerzahlenden Menschen. Und ich finde, die Menschen, die im Gemeindebau wohnen und es sich leisten können, die sollen auch einen marktüblichen Zinssatz zahlen, damit denen mit den Zusatzeinnahmen, die dadurch hereinkommen, wieder mehr gebaut werden kann. Und das ist das Wichtigste in Wien, nämlich dass mehr gebaut wird, weil wenn mehr gebaut wird, dann sinken auch die Preise. Aber wer bestimmt das? Wer bestimmt das, wer sich es leisten kann? Ich könnte ja auch zum Beispiel arbeitslos sein, aber ein hohes Vermögen durch eine Erbschaft haben. Ich könnte viel verdienen und keine Erbschaft haben, dann bin ich ungefähr genauso wohlhabend. Das ist ein normales Einkommensmonitoring, wo man dann überprüft, wie viel Einkommen hat man und sich das dann anschaut und anpasst. Aber das Wichtigste, und dazu möchte ich noch kommen, ist, es muss genug gebaut werden. Weil nur wenn genug gebaut wird, sinken auch die Preise. Und da braucht es auch eine verstärkte Offensive, auch am freien Markt, weil dort steigen besonders die Preise. Und auch im Bereich des Gemeindebaus, wo Sie sagen, schon seit Jahren 4.000 Wohnungen sind auf Schiene. Von diesen 4.000 angekündigten Wohnungen gibt es erst 120. Das ist die Schiene, von der Sie sprechen, ja, man muss bauen die ist auch, ein Abstellgleis. Weil erst 120 Wohnungen auf diesem Abstellgleis sind. Das ist die öffentliche Hand, muss hier bauen. Und die privaten, indem auch die Baukosten sinken. Die Baukosten sind viel zu hoch. Wenn die sinken, sinken auch die Mieten. Und jetzt wird es gleich resch, Herr Nepp und Herr Strache. Also, wenn Sie da dauernd sagen, Herr Bürgermeister, Sie bauen so viel, ja, dann muss man sich schon ein bisschen mal auf den Boden der Realität zurückholen. Denn die Bauleistung auch im sozial geförderten Wohnbau sinkt enorm die letzten Jahre. Wenn Sie versprochen haben, das letzte Mal vor der Wien-Wahl, Sie bauen 4.000 Wohnungen, dann muss man schon so ehrlich sein und sagen, dass nur 123 Gemeindewohnungen bis jetzt errichtet wurden. Und wir kennen ja den Schmäh. Jedes Mal vor jeder Wahl kommt dann der jeweilige Wohnbaustadtrat, das waren Sie in den letzten, bei den letzten beiden Wahlen, kommen daher und sagen, ja, wir bauen 5.000, wir bauen 10.000 oder was weiß ich. Ich glaube, das letzte Mal hat der Bürgermeister Häupl gesagt, in der nächsten Periode schaffen wir es, 10.000 Gemeindewohnungen zu bauen. Und sie schaffen es nicht. Oder und wenn nicht zu wenig gebaut wird, steigt selbstverständlich im privaten Sektor der Wohnpreis. Das kann man ja nicht leugnen. Aber eines geht jetzt darum, nämlich, dass man schaut, gerade in einer Ressourcenknappheit und durch Corona kommen wir dorthin, weil es einen wirtschaftlichen Abschwung gibt, muss man schauen, an wen wird die Gemeindewohnung in Zukunft vergeben? Und das ist ein großer Unterschied zwischen der ÖVP und uns, wo sie einzig und allein auf die deutsche Sprache abstellen und wir aber sagen, dass
die Vergabe der Gemeindewohnung, ja, übrigens genauso wie Mindestsicherung und Familienbeihilfe, aber dass die Vergabe der Gemeindewohnungen wieder an die Staatsbürgerschaft gekoppelt wird, dass einmal der Inländer, der Staatsbürger, der echte Wiener mal wieder an erster Stelle steht. Sie alle sind die Fraktionen, die die echten Wiener zu Bürgern zweiter Klasse degradieren. Da mache ich aber nicht mit, da stelle ich mich schützend davor und sage, dass in Zukunft die Vergabe wieder nur an die Staatsbürgerschaft gekoppelt werden soll. Und wenn Sie sagen, Wohnen ist teuer in Wien, dann müssen Sie von den beiden Regierungsfraktionen einmal dort eingreifen, wo Sie können. Und das ist bei den Gebühren und bei den Abgaben. Und da erwarte ich mir, dass Sie das Valorisierungsgesetz auch jetzt abschaffen und aussetzen, damit nicht ständig Müll, Strom, Gas etc. beginnt zu steigen. Weil diese Betriebskosten, das macht ja den Menschen auch zu schaffen, wo sie nicht wissen, ob sie jetzt im Winter noch durchheizen können, weil sie weniger Geld haben aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs. Und da finde ich es kaltherzig, warum man hier das letzte Mal den Heizkostenzuschuss abgeschafft hat. Weil der Heizkostenzuschuss, der hat den Ärmsten der Armen geholfen, dass sie über den Winter heizen können. Herr Strache, herzlos und kalt ist leider die rot-grüne Regierung. Der Herr Strache hält schon fast nicht mehr aus. Teilen Sie seine Meinung? Dass er gut gelernt hat. Also, aber, sind Sie einer Meinung? Ja gut, nein, aber ich bin ja gebrochen wird, weil Staatsbürgerschaftsrecht ist ein besonderes, wertvolles Recht. Und da gibt es Rechte und Pflichten. Und ja, Staatsbürger haben Rechte, aber auch Verantwortung und Pflichten und müssen auch Wehrdienst leisten und vieles mehr. Und selbstverständlich kann jeder Mensch, der zu uns gekommen ist, in seiner Bringschuld sich zu integrieren, und das tun viele, sehr positiv, am Ende Staatsbürger werden. Und darauf sollte man endlich ansitzen. Am Ende einer positiven Integration, wenn man dann auch die Staatsbürgerschaft hat, zu dieser neuen Heimat, zu dieser rot-weiß-rot-österreichischen Heimat auch steht und dann auch entsprechende Ansprüche hat. Nämlich dann die Vergabe von Gemeindewohnungen, die Vergabe von anderen Leistungen des Familienzuschusses etc. Das wäre der richtige Weg. Und deshalb ist das, was gelebt wird von Rot-Grün seit Jahren, genau das, was in Wahrheit die Hebein vorschlägt, noch zu erweitern. Migrantenvorzug, das ist Öl ins Feuer gießen, das ist in Wahrheit, ist das eine Diskriminierung gegenüber den Staatsbürgern und der falsche Weg. Und das ist das, was ich ja immer bekrittelt habe. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass in Wien nach dem Motto gearbeitet wurde, willst du eine soziale Wohnung haben, musst du nur ein Kopftuch tragen. Entschuldigung, dass ich so überspitzt sage, aber das ist das Prinzip. Und das ist ärgerlich, denn es soll am Ende eines Integrationsweges, am Ende einer Staatsbürgerschaft auch dann möglich sein. Aber nicht so, wie Sie es machen. Man ist da, man muss nicht einmal eine Stunde gearbeitet haben, nicht einmal an Senfsteuern eingezahlt haben und kriegt die Mindestsicherung nachgeschmissen und kriegt am Ende mehr Geld, als manche, die 40 Jahre gearbeitet haben, Pension erhalten. Das ist sozial ungerecht. Und das ist das System in Wien, das ich seit Jahren bekrittle und dem ich natürlich ordentlich auf den Zahn fühlen werde. Herr Ludwig und Frau Hebein, bitte kurze abschließende Statements, dann müssen wir das. Ja, also ich arbeite immer unter dem Motto Integration vor Zuwanderung. Man muss aber sagen, dass Wien auch keine Außengrenzen hat, als einziges Bundesland. Wir haben auch keine Stadtmauer. Aber ich bin sehr dafür, dass wir mit jenen Menschen, die bei uns in der Stadt leben, auch entsprechend sorgfältig umgehen. Und dass es wichtig ist, dass wir keine Ghettos in unserer Stadt haben, weder für Reiche noch für Arme, dass es eine soziale Durchmischung gibt. Und ich verstehe das Argument von manchen Parteien nicht, die immer fordern, höhere Mieten für jene, die ein bisschen mehr Gehaltserhöhung haben. Weil dann müsste man zum einen einmal eine größere Bürokratie schaffen, um das Laufen, dieses Gehaltsmonitoring zu überprüfen. Und dann würde eine Gehaltserhöhung dazu führen, dass man die höhere Miete quasi die Gehaltserhöhung kompensiert, oder wie soll das funktionieren? Und wir sehen in jenen Ländern, wo es eine niedrige Einkommensgrenze im geförderten Wohnbau gibt, dass vor allem junge Familien gedrängt werden auf den privaten Wohnungsmarkt, dort die Mieten noch weiter steigen und wir Maßnahmen setzen wollen, dass es zu einer sinnvollen sozialen Durchmischung kommt. Und da ist der Gemeindebau, der geförderte Wohnbau, ein wertvolles Instrument, das wir über Jahrzehnte aufgebaut haben und das es in dieser Form in keiner anderen Großstadt gibt. Und ich war immer dagegen, dass wir Gemeindewohnungen privatisieren und ich sage, solange ich Bürgermeister bin, wird das auch nicht geschehen. Kurze Replik, Frau Hebein noch. Ja, Sie haben mich gefragt nach der Bevorzugung. Natürlich tun wir das permanent und dauernd, dass wir Vergabe nach bestimmten Kriterien vergeben. Jene Betriebe, die Lehrlinge aufnehmen, jene, die besonders Frauen fördern und auch jene, und das muss man sich gut überlegen und gut diskutieren, um eben eine noch bessere Integration zu schaffen, den Menschen eine Chance zu geben, auch darüber zu diskutieren, dass Migranten, Migrantinnen das erhalten. Punkt 1. Punkt 2. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil Wohnen ist ein Grundrecht. Das, was wir in der Stadt Wien schon seit Jahren machen,
in der Stadtplanung Stadtentwicklungsgebiete entwickeln, jährlich 10.000 Wohnungen widmen und zwar 2/3 leistbar. Das haben wir auf Anregung der Grünen geschafft. In neue Bauordnung 2/3 leistbarer Wohnraum. Das ist extrem wichtig für unsere nächsten Generationen. Und hier widmen wir nicht nur 10.000 Wohnungen jährlich, sondern enorm viel Grünraum, nachhaltig, klimatauglich. Frau Ebel, ich muss Sie einbremsen. Sie haben also die meiste Redezeit und daran hat sich nichts geändert. Ja. Jetzt haben wir wieder ein paar Ja-Nein-Fragen für Sie. Erste. Die erste Frage lautet, ist das Modell der Deutschförderklassen der richtige Weg, um Spracherwerb zu fördern? Herr Wiederkehr, Sie sagen so. Wir haben ein sehr ungleiches Bild. Können Sie es erklären? Bei den Deutschförderklassen geht es darum, dass Ressourcen auch ankommen. Und Deutschförderung ist schon im Kindergarten wichtig, aber mindestens so wichtig in der Pflichtschule. Nur es geht nicht darum, auf welche Art und Weise genau, sondern dass es genug Ressourcen gibt an den Schulen. Und da wurden die Ressourcen auch gestrichen. Und an manchen Schulen ist es sinnvoll, dass eine eigene Klasse eingerichtet wird, an anderen nicht. Und ich möchte da die Schulautonomie haben, dass die Schulen selber entscheiden können, wie sie die Deutschförderung machen. Sie brauchen nur genug Mittel. Und an dem scheitert es, weil sowohl die Stadtregierung als auch die Bundesregierung hier die Schulen mit zu wenig Mitteln ausstattet. Wir bleiben beim Thema Schule. Wir bleiben beim Thema Schule. Sie können die Tafeln gleich wieder hochhalten. Soll es eine verpflichtende Ganztagsschule in Wien geben? Verpflichtend? Nein. Bürgermeister, ja. Rot-Grün sagt ja. Der Rest ist dagegen. Okay? Soll es eine verpflichtende Frauenquote von 50% im Wiener Landtag geben? Ja, sind wir gespannt. Rot. Okay. Die Frau Hebein sagt, Frau Hebein, ja. Herr Nepp, da habe ich eine Nachfrage auf den ersten 15 Listenplätzen bei Ihnen auf der Liste für die Wahl. Am Sonntag gibt es nur zwei Frauen, die zweite Landtagspräsidentin Matthiasek auf Platz 4 und auf Platz 7 die nicht amtsführende Stadträtin Nittmann. Also ohne Quote schafft man es bei Ihnen auch nicht weiter. Wie dann? Warum nicht also, mit Quote? Frau Leunz-Dietelbacher, dann sollten Sie sich einmal mit dem Wahlrecht auseinandersetzen, weil es gibt das erste Ermittlungsverfahren und das zweite Ermittlungsverfahren. Selbstverständlich gibt es in Wahlkreisen bei uns gut positioniert Frauen, die auch die Chance haben, reinzukommen, weil es ein starkes rot-weiß-rotes patriotisches Signal gibt. Und ich möchte Sie auch nur daran erinnern, dass bei uns gerade die höchsten Positionen von Frauen besetzt werden, sei es die Landtagspräsidentin bei uns, die Veronika Matthiasek. Wir hatten die erste Vizekanzlerin, die Susanne Riesbasser, und sogar auch die erste Präsidentschaftskandidatin, damals noch Heidi Schmidt, schon lange ist es her. Aber wie gesagt, okay. Sie können das jetzt nicht abbrechen. Die nächste spannende Frage. Sollen EU-Bürgerinnen oder Bürger, die seit mehr als 5 Jahren in Wien leben, das Wahlrecht auch auf Landesebene bekommen? Ja. Grün ist klar dafür, keine Überraschung, auch die NEOS, alle anderen inklusive Bürgermeister sind dagegen. Dieses nächste Thema betrifft sehr viele, fast alle in Wien. Sollen die Öffis gratis sein? Muss ich erklären. Ja, das ist die interessante Übereinstimmung zwischen Grün. Achso, Grün doch nicht ganz. Interessant. Die einzige Übereinstimmung sehe ich da zwischen Frau Hebein und Herrn Nepp. Das wundert mich. Wir wollen ganz kurz. Unser Modell ist, dass die Jahreskarte billiger wird auf 100 Euro und dass Pensionisten gratis fahren können. Und wir wollen jetzt Corona-Zeit das Geldbörserl entlasten und was fürs Klima tun und ein Jahr gratis Öffis, genau weil so eine schwierige Situation ist und danach weiterschauen. Sie sehen, wir nähern uns schon dem nächsten Thema an. Soll es ein flächendeckendes Parkpickerl geben? Ja, sehe ich da. Gratis oder wie? Flächendeckend, in ganz Wien. Ja, aber kostenfrei oder wie? Na, kostenfrei. Das können Sie dazu sagen. Ja, das kommt darauf an, ob man Ja oder Nein sagt. Ja. Okay, dann nehmen wir zur Kenntnis Ja und in dieser Hälfte, wenn es gratis ist. Nächste Frage, braucht der Flughafen die dritte Piste noch? Nein. Aha, okay. Der Herr Bürgermeister ist nicht entschieden. Strache und Blümel sagen nein. Das ist abhängig von der weiteren Entwicklung. Es ist sicher gestellt und es wäre auch jetzt schon so, dass das ab 2030 überhaupt realisiert worden wäre. Man wird sehen, wie sich der Flugverkehr jetzt in Zukunft entwickelt. Und die letzte Ja-Nein-Frage, die wir haben, die führt uns schon ganz direkt ins neue Thema. Das ist eine ganz fundamental grundsätzliche Frage. Muss der CO2-Ausstoß in Wien verringert werden? Ja. Klar, Grün sagt ja, SPÖ sagt ja,
Ja, aber ohne Steuern, also ohne Mehrkosten. Ohne Mehrkosten nicht ganz. Okay, auch hier überall ja. Gut. Damit sind wir also fix beim letzten Sachthema für heute Abend, dem Bereich Verkehr und Klimaschutz. Also, dass der CO2-Ausstoß verringert werden muss, darüber herrscht ja, jetzt haben wir gesehen, fast vollständige Einigkeit. Aber wir haben auch gesehen, dass es auf dem Weg dorthin ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Es gibt also ein grundsätzliches Ja zu vielen Themen, aber die Wege unterscheiden sich. Und wie, das wollen wir jetzt beim letzten Thema, bei der letzten Runde diskutieren. Und da waren einander auch Rot und Grün nicht immer ganz grün, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Ein kleiner Überblick über einige der Streitthemen von Claudia Peintner. Autos, Fahrräder, Öffifahrer, Fußgänger. Der Verkehr in der Stadt, Konflikte sind vorprogrammiert. Und das Klima entlasten lautet das Ziel. 278 Kilometer Radwege hat die Stadt in den letzten 10 Jahren gebaut. Nicht immer ist die Umsetzung geglückt. Es gibt Stellen, die besonders gefährlich sind, wo der Radweg einfach sehr schmal ist und nicht baulich getrennt von der Fahrbahn. Und auch die Fahrbahn ist sehr schmal und hier ist sehr, sehr viel Verkehr. Der Kampf um den öffentlichen Raum. Projekte wie Pop-up-Radwege, coole Straßen, Nebelduschen, das polarisiert. Fix zum Stadtbild gehören mittlerweile die Begegnungszonen. 20 gibt es davon, sogar die Wirtschaftskammer ist jetzt dafür. Ein neues Parkzonenmodell soll kommen und der Lobautunnel zur Entlastung der Tangente. Die City soll autofrei werden, wenn es nach den Grünen und der City-ÖVP geht. Bürgermeister Ludwig erteilte dem Projekt vorerst eine Absage. Eine autofreie City mit 16 Ausnahmen und zum Ärgernis der Autofahrer und einiger Unternehmer. Wir haben Klienten, die uns besuchen wollen, die uns besuchen müssen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen oder möchte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, Stichwort Corona. Stichwort schlechtes Wetter, im Winter Eis, Matsch. 38% der öffentlichen Wege legen die Wienerinnen und Wiener mit den Öffis zurück. Ein leichter Anstieg in 10 Jahren. Ein Drittel der Wege wird zu Fuß zurückgelegt. Den Pkw nutzen 25%. 19% weniger als 2010. Und mit dem Rad fahren 7%, ein Zuwachs von 40%. Insgesamt finde ich, dass das Wien eine angenehme Stadt ist zum Radfahren. Sowohl beruflich, im Alltag, wie auch freizeitmäßig. Herr Blümel hat uns inzwischen signalisiert, dass er eine Korrektur anbringen möchte, was wir natürlich überhaupt nicht gern haben. Weil gesagt worden ist im Beitrag, dass die Grünen die autofreie City wollen und die ÖVP, das ist falsch. Wir wollen eine Verkehrsberuhigung. Der Markus Fiegel, der Bezirksvorsteher im ersten Bezirk, kämpft für eine Verkehrsberuhigung, die gemeinsam mit den Anrainern und den Wirtschaftstreibenden im ersten Bezirk konzipiert wird. Die Frau Hebein will, dass kein Auto mehr fährt. Das halten wir für falsch, weil auch der Installateur... Im Beitrag wurde die City-ÖVP genannt. Auch die wollen eine Verkehrsberuhigung, keine autofreie Innenstadt, weil eben der Installateur nicht mit der BIM in den ersten Bezirk fährt und deswegen braucht es auch weiterhin einen gewissen Verkehr. Die autofreie Innenstadt hat tatsächlich 16 Ausnahmen, wie wir wissen, um das den Menschen in den anderen Bundesländern auch näher zu bringen. Jetzt hat der Bürgermeister Frau Hebein die Rathausjuristen eingeschaltet und die haben gesagt, diese Verordnung ist verfassungswidrig. Ist das Projekt damit nicht ohnehin tot? Nein, das ist ein Wahlkampfgeplänkel, was ich bedauere, denn warum führen wir die Diskussion? Wir haben eine Klimakrise und wenn wir nichts tun, wird sich unsere Stadt um 7 Grad aufheizen. Wir haben im Mai den trockensten Mai gehabt, wir haben Millionenschäden in der Landwirtschaft. Die Klimakrise ist ernst zu nehmen und der Verkehr, der CO2-Ausstoß ist unser Sorgenkind. Theoretisch sind sich viele einig, dass man was tun muss. Praktisch sind wir Grünen die Einzigen, wenn es darauf ankommt, die dann konkret handeln. Die autofreie innere Stadt wurde 2 Jahre diskutiert im Bezirk, hat natürlich vernünftige Ausnahmen. Es war übrigens ein sorgfältiges Verfahren. Es kam nicht einmal Widerstand von der SPÖ zum Beispiel. Wir machen das, um Platz zu schaffen. Wir machen das für die Zukunft unserer Kinder. Wir verteilen den öffentlichen Raum, Begegnungszonen.
für die Fußgängerinnen, für die Radfahrerinnen Platz zu schaffen. Das steht doch dahinter. Alles andere halte ich für ein bisschen ein Wahlkampfgeplänkel, was ich bedauere, weil wir müssen rasch handeln. Herr Bürgermeister, Sie sagen, Sie sind für Verkehrsberuhigung. Dieses Projekt gefällt Ihnen aber nicht. Keine autofreie, quasi autofreie Innenstadt. Was stört Sie daran? Ja, zum einen muss man sagen, Maßnahmen gegen den Klimawandel, da muss man den großen Schrauben drehen. Und das hat bei uns in Wien schon eine lange Tradition. Ich habe selber in den 80er Jahren die Umweltberatungsstellen in Wien gegründet. Wir haben seit 20 Jahren in Wien ein Klimaschutzprogramm, das auch dazu geführt hat, dass wir auch im Bundesländervergleich pro Kopf die geringsten CO2-Emissionen haben. Im Verkehr ist ein Thema. Darum setzen wir ganz stark auch auf Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und wir sind für Verkehrsberuhigung. Und zwar in allen Teilen der Stadt, nicht nur im ersten Bezirk. Aber es müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Das eine ist, dass es im engen Dialog mit den Betroffenen geschieht. Und ich habe in den letzten Wochen viele Gespräche geführt mit Menschen, die dort wohnen. Das sind 16.000. Aber es arbeiten 144.000 Menschen dort. Es gibt Arztpraxen, es gibt Apotheken, Kultureinrichtungen, Kindergärten, Schulen. Und da gibt es viele offene Fragen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass alle unsere politischen Entscheidungen auf Basis der Gesetze zu geschehen haben. Ich bin der Meinung, die Politik hat dem Recht zu folgen und nicht umgekehrt. Und da geht es nicht um ein Rechtsgutachten, das ich präsentiert habe, sondern das ist die Meinung der Stadt Wien, des Verfassungsdienstes der Stadt Wien, die ausgewiesen hat, dass es in mehreren Punkten nicht unserer Verfassung entspricht. Von daher habe ich gar keine andere Möglichkeit, gemeinsam mit der Bezirksvertretung des ersten Bezirks, gemeinsam mit Interessensvertretungen wie der Wirtschaftskammer, verkehrsberuhigende Maßnahmen zu finden. Und weiterleiten zum Herrn Wiederkehr, der immer noch weit hinten liegt. Herr Wiederkehr, Sie wohnen in Hernals, da ist ein gescheites Stück Weg in die Innenstadt. Wie sehen Sie denn das? Sind Sie dafür, dass man diese autofreie Innenstadt umsetzen soll? Oder sagen Sie, naja, also ehrlich gesagt, wenn ich einen Termin habe, fahre ich auch ganz gerne mit dem Auto. Ich finde, verkehrsberuhigte innere Stadt ist eine sehr, sehr gute Idee, weil verkehrsberuhigt heißt mehr Lebensqualität, heißt auch mehr Geschäft für die Betriebe dort. Und ich finde es sehr schade, dass wegen einem Wahlkampfschmäh, wo man auf schnell dann sagt, eine autofreie Innenstadt, auch das Projekt gefährdet wurde. Weil ich möchte mehr Lebensqualität in der inneren Stadt über eine Verkehrsberuhigung. Und das darf man dann nicht verwenden für einen Wahlkampf. Aber das habe ich von den Grünen in vielen Bereichen gesehen in diesem Wahlkampf, dass mehr auf Wahlkampfschmähs gesetzt worden ist als auf langfristige Lösungen. Zum Beispiel mehr auf Pop-up-Maßnahmen wie ein Gürtelpool um über 150.000 Euro statt nachhaltigen Investitionen. Und die braucht es in dieser Stadt so dringend. Wir müssen dringend den öffentlichen Verkehr noch stärker ausbauen, zum Beispiel über einen S-Bahn-Ring um Wien. Wir müssen dringend vor allem die Außenbezirke, die sträflich vernachlässigt wurden von der Stadtregierung, sowohl von der SPÖ als auch von den Grünen, hier mehr Initiativen setzen. Weil Frau Vizebürgermeisterin, Sie sind nicht nur Vizebürgermeisterin vom 8. Bezirk, sondern auch vom 21. und vom 22. Und dort braucht es mehr Maßnahmen. Und wir müssen schauen, wie wir die Stadt abkühlen können. Und da hilft nicht nur ein Sprühnebel, den wir irgendwo aufstellen, sondern wir brauchen langfristige Abkühlungen. Und über Fassadenbegrünung oder ein Beispiel noch über Bäche, die jetzt unter der Erde fließen in Wien, die kann man an die Erdoberfläche bringen und damit die Umgebung auch abkühlen und auch aufwerten. Das wären innovative Ideen, auf die wir gerne setzen wollen. Und wir müssen jetzt dringend auf die Zeit schauen. Zwei Statements gehen sich noch aus zu diesem Thema. Herr Nepp hat sich als erster gemeldet. Also was ich nicht verstehe, ist diese einzig und alleine Autofahrsegiererei, die hier in der Stadt Wien passiert und warum auch hier der Bürgermeister Ludwig nicht eingreift und dem einmal endlich einen Riegel vorschiebt. Sorry, hat eingegriffen. Ich gehe jetzt gar nicht von den Pop-up-Radwegen, die auch Sie zugelassen haben oder das Gürtelpool etc. Man sieht ja, dass ein gewisser Autofahrerhass da ist und da muss man sich auch schützend vor die Autofahrer stellen, weil die zahlen ja enorm viel Steuern, die spielen ja Milliarden an Euros in das österreichische Budget hinein. Ich sage Ihnen nur, wie die Autofahrer besteuert werden. Beim Kauf schon bei der Nova, dann geht es weiter die Umsatzsteuer beim Kauf. Umsatzsteuer bei Reparaturen, Mineralölsteuer, Versicherungssteuer, motorbezogene Steuer, Vignette und. Und das ist brutal. Und Sie können doch das nicht noch mehr verteuern wollen, weil wenn man Ihren Klimazielen folgen will, dann kostet der Sprit 4 Euro, so ehrlich muss man auch sein, das müssen Sie mal sagen, auch Sie, wenn Sie dieses Klimaziel mittragen wollen. Und dann wird Autofahren zu einem Luxusgut und das darf es doch nicht sein. Erklären Sie doch einmal einer Familie, Mann, Frau, zwei Kinder und einen Hund,
wenn die einkaufen gehen wollen und dann mit den Einkaufssackerln heimgehen und vielleicht noch zwei Sechsertrageln Mineralwasser mal umschleppen, dass die dann mit den Öffis fahren müssen oder zu Fuß oder vielleicht mit dem Lastenradl. Die Leute sind angewiesen auf das Auto. Und das Einzige, was sie machen, ist aus parteitaktischen, ideologischen Gründen, das Autofahren zu vermiesen. Darum unterstützen sie auch sämtliche Spaßdemonstrationen, wo die halbe Stadt lahmgelegt wird, am Gürtel, auf Einkaufsstraßen, was enorm wirtschaftsschädigend Abschließend, ist. Abschließend, Herr Strache, noch zu diesem Thema, bitte kurz. Naja, das ist lieb, aber ein bisschen darf ich auch was dazu sagen. Hoffentlich, die autofreie Innenstadt wäre der absolute Tod, ja, für den dortigen Standort, für die dortigen Unternehmer, die eh schon massiv darunter leiden. Und was die Anrainer betrifft, braucht man gar nicht reden. Die müssen ja auch, die können ja quer durch den Bezirk mit den Einkäufen zu sich nach Hause marschieren. Und das ist das, was mich so stört, ja, wenn ich die gesamte Debatte erlebe. Die öffentlichen Verkehrsmittel werden bis heute nicht nach Niederösterreich erweitert. Und dort werden nicht Park-and-Ride-Anlagen gebaut. Das wäre der Ansatz, den ganzen Verkehr, der von den Umländern nach Wien kommt, in Wahrheit dort hineinzuführen. Und mit den Parktickets bei den Park-and-Ride-Anlagen auch die öffentlichen Verkehrsmitteln nützen zu können. Das wäre eine Entlastung. Und was mich wirklich stört, ist, dass der Bürgermeister Ludwig viele dieser, ich sage das bewusst, Schnapsideen, die die Frau Hepein zum Besten gibt, kritiklos hinnimmt. Pop-up-Radwege, die Staus produzieren, mehr Emissionsausstoß verursachen, Planschbecken als Vizebademeisterin direkt am Gürtel. Also das haben sich die Wiener nicht verdient und auch nicht gewünscht. Und da ist viel Geld verloren gegangen, das eigentlich am besten bei den Ärmsten der Armen eingesetzt werden hätte sollen. Nämlich wenn wir 1000 Familien nur statt dem Planschbecken 500 Euro gegeben hätten, dann hätten die mehr davon gehabt als dieses Planschbecken, das in Wahrheit viele nicht verstanden haben und auch empört haben. Eine Korrektur muss ich machen. Aber bitte Ich bin oft angesprochen worden. Und das ist mir sehr wichtig. Hier wurde jetzt diskutiert über ein Türschild, autofreie Innenstadt. Alle Beteiligten hier wissen genau, es geht um ein Fahrverbot und der Lieferverkehr kann rein und die Anrainerinnen rein und die Rettung. Alles sorgfältig überprüft. Meine Herren, wenn Sie nichts für Klimaschutz machen wollen, dann stehen Sie doch dazu. Wenn Ihnen Parkplätze wichtiger sind als wie Parks und Freiraum und Klimaschutz, dann stehen Sie wenigstens dazu, aber nicht mehr. Herumeiern. Also, okay, danke, ich bin schon soweit. Dankeschön. So, Wir haben ja am Beginn der Sendung über mögliche Koalitionsvarianten gesprochen. Jetzt versuchen wir eine kurze Bilanz und aus Zeitgründen muss ich sie wirklich ganz kurz machen. Insgesamt haben wir gesehen, dass SPÖ und Grüne einander großteils am nächsten waren. Nur in Verkehrsfragen hat es doch einige Übereinstimmungen zwischen SPÖ und ÖVP gegeben. Wir haben in Ihrem Wahlkampf und auch jetzt heute Abend gesehen, wie Sie Ihre eigenen Zielgruppen erreichen wollen. Jetzt wollen wir uns aber noch ganz kurz zum Schluss anschauen, wie Sie Wählerinnen und Wähler der jeweils anderen Zielgruppe erreichen wollen. Und da Paul Deserich erklärt, wie das geht. Wir bitten Sie um eine ganz kurze Wahlrede, jeden und jede von Ihnen. Versuchen Sie bitte innerhalb von 30 Sekunden eine Person für sich zu gewinnen, die man nicht unbedingt Ihrer Zielgruppe zurechnen würde. Die skizzieren wir in jedem Fall. Wir beginnen mit Heinz-Christian Strache. Herr Strache, zwischen 2010 und 2014 war die Josefstadt der 8. Bezirk von allen Bezirken in Wien, der mit dem größten Anteil an Radfahrerinnen und Radfahrern. Bei der Wahl 2015 hat die FPÖ, die Sie damals angeführt haben, das zweitschlechteste Ergebnis gehabt. Die Frage also lautet, warum sollte eine Radfahrerin aus der Josefstadt Ihnen am Sonntag die Stimme geben? 30 Sekunden in diese Kamera. Also ich bin kein Gegner von Radfahrerinnen und Radfahrern. Im Gegenteil, ich glaube, es braucht ein gutes Miteinander. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass, dieses Miteinander besser gelebt werden muss. Nicht dieses Ausspielen, das zurzeit stattfindet. Und dass in Wahrheit ganz andere Probleme heute maßgeblich sind. Ja? Nämlich, wie kann man als alleinerziehende Mutter Beruf und Familie vereinbaren? Wie kann man die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, in Richtung Armutsentwicklung, wo immer mehr Kinder an der Armutsgrenze leben, wie kann man das letztlich auch lösen? Und ja, in der Josefstadt gibt es da nicht so viele Arme. Das stimmt, die sind dann meistens mehr Bobo. Dankeschön. Herr Wiederkehr, ganz auf der anderen Seite. Die meisten Menschen über 60 leben in Favoriten. Pensionisten sind ja nicht unbedingt ihre Hauptwählergruppe bei den NEOS. Und 2015 haben sie im 10. Bezirk am schlechtesten abgeschnitten. Warum soll eine ältere Favoritnerin ausgerechnet Sie wählen? Ich verstehe, dass Sie jetzt verunsichert sind in dieser großen Corona-Krise. Sie konnten lange Ihren Enkel nicht sehen und die Regierung, die stiftet große Verunsicherung. Und wir wollen genau das Gegenteil, nämlich Planbarkeit
und Zuverlässigkeit, damit sie auch wieder ihre Enkel sehen können und vor allem auch, dass es für die Enkel eine gute Perspektive gibt, nämlich gute Schulen, gute Kindergärten. Das ist die Zukunft, die wir für unsere Stadt auch brauchen. Herr Minister Blümel, nirgends hat es im September mehr Langzeitarbeitslose, das war noch der Gong von meiner Wiederkehr, gegeben wie in der Brigittenau. Dort im 20. Bezirk hat die ÖVP ihr zweitschlechtestes Ergebnis bekommen. Daher also die Frage, warum sollte eine Langzeitarbeitslose aus der Brigittenau am Sonntag die ÖVP wählen? Das ist Ihre Kamera. Die einzige Möglichkeit, wie wir es schaffen, möglichst wieder Vollbeschäftigung nach der Corona-Krise zu erzielen, ist, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass die Infektionszahlen sinken. Wir tun in der Bundesregierung alles dafür. Wir wollen, dass auch in Wien mehr getan wird. Wenn wir die Reisewarnungen nicht wegbekommen, wenn wir die Infektionszahlen nicht reduzieren, dann wird es keine Geschäfte geben, dann wird es viele Arbeitslose geben, dann wird es noch schwerer sein, Jobs zu finden. Deswegen ist es jetzt wichtig, alles zu tun, um Arbeitsplätze zu sichern, die Zukunft der Geschäfte zu sichern. Und das tun wir, indem wir die Infektionszahlen reduzieren. Perfekt in der Zeit. Frau Hebein, in keinem Bezirk gibt es pro Kopf so viele Autos wie in Liesing. Dort haben die Grünen 2015 eines ihrer schlechtesten Ergebnisse eingefahren. Bitte erklären Sie jetzt einem leidenschaftlichen Autofahrer aus Liesing, warum er die Grünen wählen soll. Gerne. Es mag sein, dass Ihnen vielleicht nicht alles gefällt, was ich mache, aber ich stehe zu meinem Wort und ich stehe zu meinem Versprechen. Und wir sind als Grüne die Einzigen, die sagen, wir bekämpfen die Klimakrise und die Corona-Krise gemeinsam in einem Aufbruch. Ich möchte, dass auch Sie Lebensqualität haben für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder. Wir werden mehr investieren in Querverbindungen in den Außenbezirken. Da fehlt es viel an öffentlichen Verkehrsmitteln, aber es geht. Da sind wir schon beim Herrn Nepp und seinem letzten Statement. In Rudolfsheim-5-Haus, dem 15. Bezirk in Wien, leben die meisten Menschen mit Migrationsanteil, die meisten nicht österreichischen Staatsbürger mit 42%. Die SPÖ stellt dort seit 1946 den Bezirksvorsteher. Warum sollte eine Neomigrantin aus Rudolfsheim-5-Haus am Sonntag Ihnen die Stimme geben, Ihre Kamera? Weil wir auch Schutzpatron sind für diejenigen, die zu uns gekommen sind, die die Sprache gelernt haben, die sich integriert haben und die auch Teil der Gesellschaft sein wollen. Und ich weiß, dass dann Sie genau diese Tendenzen, die jetzt noch weiter hinzukommen, nämlich dass Menschen zu uns kommen, die mit unserer Kultur nichts zu tun haben wollen, die uns aktiv ablehnen und gegen Kulturen genauso viel nicht zu tun haben wollen. Deswegen sind für mich auch Zuwanderer, die integriert sind und die Staatsbürgerschaft haben, Deutsch sprechen, ein Teil der Gesellschaft sein wollen, auch echte Wiener für mich. Herr Ludwig, die Bewohner der Innenstadt, die haben die höchsten Einkommen in der Stadt. Und sie wählen traditionell die ÖVP. Seit 1946 stellt die dort durchwegs den Bezirksvorsteher. Wieso sollte ein Unternehmer aus der City Sie wählen? Ja, weil es wichtig ist, die funktionale und die soziale Durchmischung auch im ersten Bezirk aufrechtzuerhalten. Und das ist das Besondere an der Innenstadt in Wien im Vergleich zu anderen großen Metropolen, dass es sich dabei nicht um eine gesichtslose Innenstadt handelt, sondern dass dort 16.000 Menschen wohnen, 144.000 Menschen arbeiten und dass es vor allem viele Klein- und Mittelbetriebe gibt, die gerade jetzt in der Corona-Krise unter Druck kommen. Und von daher bieten wir Stadt Wien viele Unterstützungsmaßnahmen gerade für die Klein- und Mittelbetriebe an. Dieser Gong hat das letzte Statement von Bürgermeister Ludwig eingeleitet und auch das Ende unserer Diskussionsrunde, unserer Konfrontation heute Abend. Am Sonntag berichten wir in ORF 2 und Radio Wien natürlich live über die Wahl und zwar jeweils ab 16 Uhr. Die erste Trendprognose, die gibt es dann um 17 Uhr, die ersten Reaktionen der Parteien, der Hochrechnung und schließlich natürlich das Endergebnis. Und ich melde mich dann wieder von hier aus dem Festsaal mit Peter Filzmaier und dieser Runde der Spitzenkandidatinnen mit Ihnen. Ersten Reaktionen. Peter Filzmaier wartet schon jetzt bei Martin Thür im Studio der ZIB 2. Bei Ihnen beiden, vielen Martin Dank. Thür und Peter Filzmaier, möchte ich mich entschuldigen, auch bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die schon auf die ZIB 2 warten. Wir haben ein wenig überzogen. Bitte um Entschuldigung. Danke Ihnen allen, Dank, dass Sie gekommen sind. Danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Wiederschauen.